Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Partnerschaft mit der Österreichischen Gesellschaft für Nephrologie, der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie und der Société Francophone de Nephrologie, Dialyse et Transplantation begrüßt Sie wieder von Süd nach Nord aus Wien, Saarbrücken, Kaiserslautern und Frankfurt am Main, Markus at Home, um die aus unserer wieder subjektiven Ansicht auch für Nicht-Kardiologen spannendsten Studien des diesjährigen Jahreskongresses der European Society of Cardiology mit Ihnen zu diskutieren. Dies ist, wenn ich es richtig gerechnet habe, unser achter Kongressrückblick, also schon inzwischen eine echte Tradition. Und wie immer diskutieren wir wenige Tage nach Kongressende. Unser Blick ist somit wie immer etwas unscharf. Nicht alle Studien, die wir heute vorstellen, sind bereits publiziert und nicht jede publizierte Zeile ist von uns auch en Detail gelesen. Aber wir planen in den nächsten Monaten an mancher Stelle weiter in das Detail zu gehen. Ebenfalls traditionell diskutieren wir akademisch, ehrenamtlich, interdisziplinär, kardiorenal oder renokardial, offen auf YouTube und unabhängig von Interventionen von außen. Die Kongressteilnahme wurde partiell von unserem akademischen Partner Amboss unterstützt. Unsere nephrologischen Kollegen, Professor Sämann, Vorsitzender der Österreichischen Gesellschaft für Nephrologie und ich, haben den Kongress mit räumlichem Abstand, aber inhaltlicher Nähe verfolgt. Die kardiologischen Kollegen Professor Custodes aus Saarbrücken, Professor Schirmer aus Kaiserslautern waren vor Ort. So viel der Vorrede. Wir würden starten, Stefan, mit den Studien, von denen wir denken, dass die gleichermaßen für Kardiologen, für Nicht-Kardiologen spannend sind. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, einleitende erste Studien von mir. Wir haben uns mit der Selektion wie immer schwer getan und kämpfen immer gegen und miteinander, dass wir hier nicht mit Ihnen 4 Stunden Update machen, sondern das ein bisschen konzertieren. Es ist mir schwer gefallen. Ich bin mal gespannt. Ich habe eine Auswahl getroffen und die Kollegen auch. Würde gerne mit einer Studie bzw. Thematik anfangen, die ja eigentlich weltweit im Moment auch, sagen wir mal, die Laien interessiert und entsprechend hochrangig ist die Publikation geworden, die STEP-HFpEF-Untersuchung. Das ist eine Untersuchung des viel sagenumwobenen Semaglutids, also ein GLP-1-Analogon, den wir kennen in der Therapie des Diabetes mellitus, in der zu einer Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse führt und auch zu einer deutlichen Gewichtsabnahme. Und man hat gesagt, jetzt, Mensch, das untersuchen wir mal bei Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion, bei Heart Failure with Preserved Ejection Fraction, also HFpEF, und hat Patienten ausgewählt, die deutlich adipös waren und eine solche HFpEF aufwiesen, die symptomatisch waren. Also die mussten tatsächlich auf so einer Lebensqualitätsskala eingeschränkt sein. Die mussten eine eingeschränkte 6 Minuten Gehstrecke haben, BNP-Erhöhung. Das ist eigentlich so der charakteristische Parameter ja für HFpEF. Und dabei eben noch eine erhaltene Ejektionsfraktion. Hier unten steht es bei den Inclusion Criteria über 45% EF. Also das ist, was wir meistens in der HFpEF nennen, und hat dann randomisiert zu Semaglutid bis hin zu der 2,4 Milligramm wöchentlichen subkutanen Dosis, die wir zur Gewichtsabnahme kennen. Also nicht das Präparat als Diabetesmittel, sondern das Präparat, was jetzt zugelassen ist bzw. auf den Markt kommt als Abnehmensubstanz. Das ist ja höher dosiert versus Placebo. Und hat das nach einer 16- oder 4-monatigen Dosis-Eskalation dann für insgesamt ein Jahr durchgeführt. Spannend ist, die Endpunkte sind sämtlich eigentlich klinisch. Das heißt, man hat hier sich angeschaut, verschiedene Belastungsparameter und nur sekundär und hypothesengenerierend Endpunkte, die eben hart sind, und harte Herzinsuffizienz-Endpunkte insgesamt. Steht auf diesem Slide, glaube ich, nicht drauf. Doch, hier steht es: 529 Patienten, also gar nicht so viel. Keine harten Endpunkte, dennoch New England Journal, was vielleicht das Ganze so ein bisschen reflektiert. Das Thema ist hot und gern gesehen. Vielleicht als Erinnerung ungefähr zeitgleich, wenige Wochen vor dem Kongress, die hiervon völlig unabhängige Pressemitteilung der eben selben Firma, die die Substanz vorstellt, dass man auch ganz generell mit dieser Substanz bei Adipositas ohne HFpEF tatsächlich kardiovaskuläre Endpunkte reduziert hat. Dazu fehlen uns aber die Daten, die sind noch nicht präsentiert. Also hier Adipositas, BMI im Mittel 37, das ist deutlich, und HFpEF, und jetzt die klinischen Endpunkte. Was hat man gefunden? Auf der rechten Seite vielleicht zuerst, das ist nicht ganz unerwartet, einen starken Abfall des Körpergewichts hier über ein Jahr, 13% im Vergleich zur Placebo-Gruppe, die auch ein bisschen abgenommen hat, also eine
insgesamt knappe 11% relative Körpergewichtsabnahme gegenüber Placebo und dann eine deutliche Besserung eben dieses KCCQ-Lebensqualitätsscores. Und das war beides so ein primärer Endpunkt, der dann auch entsprechend jeweils hochsignifikant verbessert war. Also positives Ergebnis der Studie. Und sekundäre Endpunkte waren die Verbesserung der Gehstrecke, ebenfalls signifikant hier 21 Meter weit. Das ist schon relativ viel, muss man sagen. Also eine klare Verbesserung der Gehstrecke in der Semaglutid-Gruppe. Die Hälfte der Patienten, wie gesagt, im Vergleich zu Placebo. Und auch, und das ist interessant, weil wir im Moment ja vielfach diskutieren, die Rolle der Herzinsuffizienz die Rolle der Inflammation in Herzinsuffizienz, gerade bei HFpEF mit erhaltener Ejektionsfraktion, der Abfall hier des hochsensitiven CRPs in Semaglutid, auch hier statistisch signifikant im Vergleich zu Placebo auf der linken Seite unten. Und dann gab es, das ist aber nur sekundär, eine sogenannte hierarchische Untersuchung, wo man eben diese Win-Lose-Ratios untersucht hat. Wer liegt vorne bei jedem Endpunkt, Währung oder Placebo? Und da sehen Sie eben auch nochmal, dass die Gesamtendpunkte mit Semaglutid günstig beeinflusst waren. Da war in Grün das der Gewinner. Das galt, und das ist nicht signifikant, weil die Studie dafür nicht gepowert ist, auch für den Gesamttod. Und das galt auch für Herzinsuffizienzereignisse. Und es gibt auch eine Abbildung, die ich bewusst hier nicht zeige, wo tatsächlich die Herzinsuffizienz-Hospitalisierungen deutlich reduziert sind mit Semaglutid. Aber das sind einstellige Zahlen. Dafür ist die Studie nicht gepowert. Da kann man eigentlich so nichts zu sagen. Vielleicht als kurzen Kommentar meinerseits: Das sind alles tolle und hochsignifikante Ergebnisse. Es wurde bisher nicht gezeigt, dass sie bei Adipositas durch eine Gewichtsabnahme bei einer Population mit HFpEF tatsächlich diese klinischen Endpunkte reduzieren können. Deswegen ist das spannend. Zeitgleich übrigens, und das ist interessant, eine Subanalyse, auch hochrangig publiziert in Nature Medicine. Wir kennen seit 2 Jahren jetzt auch diese ursprünglich sehr grundlagenwissenschaftliche Zeitschrift dafür, dass sie auch zu den Kongressen gerne mal ein klinisches Paper publiziert. Anstellen wir bezüglich Impact Factor da was Böses bei denkt. Aber was man hier publiziert hat, ist eigentlich relativ trivial, ist eine Subanalyse eben der verschiedenen Quintile hier, beziehungsweise doch sind es Quintile der Abnahme des Körpergewichtes, also der Körpergewichtsreduktion, je nachdem, wie stark die Patienten abgenommen haben. Und da sehen Sie, das P for Trend ist klar signifikant. Also da sind Druckfehler drin, diese KCCQ-Lebensqualitätsverbesserung deutlich besser, immer dann, wenn ich auch stark abgenommen habe und nicht so stark, wenn die Gewichtsabnahme gering war. Und dasselbe gilt auch für die Exercise Function, also die verschiedensten Belastungstests, hier in dem Fall 6 Minuten Gehtest, auch hier signifikantes Interaktions-P. Das heißt, je mehr Sie abnehmen, desto besser wird die Lebensqualität, desto besser wird die Belastbarkeit. Jetzt ein Satz, bevor ich von euch die Diskussion darüber erwarte. Ich selber finde, das ist jetzt gar keine Raketenwissenschaft, weil das wussten wir doch. Wenn jemand 10% Körpergewicht verliert, kriegt er besser Luft und kann sich besser bewegen. Aber es wurde noch nicht gezeigt und steht jetzt in New England Journal und Nature Medicine. Ist es nur das Gewicht, Stefan, oder kann keiner beantworten im Moment, klar. Aber spezifische Effekte, die jetzt natürlich dem GLP-1 zugeordnet werden. Na, das wissen wir alles nicht. Das steht alles auch nicht in der Publikation. Nochmal, es waren keine, um das klar zu sagen, das hatte ich vielleicht nicht gesagt, es waren keine Diabetiker. Mussten also Patienten mit einem HbA1c, ich glaube über 6,4, waren ausgeschlossen. Das CRP fällt, ja, und wir schreiben dem GLP-1 natürlich mannigfaltige hormonelle und endokrinologische Effekte zu, die sich hier möglicherweise günstig auswirken. Da wird sicherlich noch die ein oder andere Subgruppenanalyse bzw. Publikation mit diesen Ergebnissen kommen, biochemischen Ergebnissen mehr als CRP, aber aus den bisherigen Arbeiten jetzt nicht extrahieren. Gibt es kritische Punkte? Also ich bin so ein bisschen kritisch, wie ihr seht, weil es ist toll, dass das gezeigt ist. Übrigens hier auch Barry Borlaug, der die Subanalyse hier gemacht hat. Das ist ja derjenige, der sich international wirklich herausragend beschäftigt mit der Pathophysiologie von linksventrikulärer Erfüllungsdruckerhöhung mit HFpEF, der auch wirklich weiß, worüber er da schreibt. Also vielleicht unterschätze ich es auch und wir müssen uns darauf gefasst machen, dass wir mit diesem Thema uns deutlich noch mehr auseinandersetzen, was super ist, ne? Es kommen ja noch die dualen Agonisten, alles, was da kommt, die eben alle nicht nur Gewichtsabnahme machen, sondern anscheinend auch klinische Endpunkte und das wird die Substanzen noch weiter stärken. Ja, danke Stefan für diese wichtige Arbeit. Die Arbeit hat auf den ersten Blick ja zwei wichtige Alleinstellungsmerkmale. Das erste ist, also GLP-1s, also Rezeptagonisten wirken offenbar auch bei Nicht-Diabetes. Und zweitens haben wir nach SGLT2
sozusagen die erste Substanzklasse, die offenbar bei HFpEF wirkt. Jetzt ist aber die Frage, also eigentlich ist ja HFpEF eine weiblich dominierte Erkrankung. Ich weiß nicht, wie das da genderspezifisch in der Verteilung aussieht. Und wir sagen immer scherzhaft, das ist so der Mannerschnitten-Phänotyp, also die ältere Dame mit Diabetes und Übergewicht, die keuchend in den Notfall kommt und Diabetes hat eben. Ja. Und natürlich hätten wir gerne gesehen, ich kann mir nicht vorstellen, dass all diese Übergewichtigen, erst recht die wirklich Übergewichtigen, also mit einem BMI über 33, 34, dass die einen komplett normalen Glukosestoffwechsel haben. Also wenn man die einem OGDD unterziehen würde, glaube ich, wird man sehr viel entdecken an Prädiabetes und Diabetes. Das muss sich die Studie schon vorwerfen lassen. Und dann ist die Frage, Synergismus, Addition oder wird das Ganze ohnehin egalisiert durch einen SGLT2-Hemmer? Und wie du also ganz richtigerweise sagst, ja, je dünner, desto besser. Das haben wir ja schon immer haben wir auch schon gewusst. Ja, ja, aber es sind wichtige Punkte tatsächlich. Also es ist tatsächlich so, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen kardiovaskulären Studien hier 56% Frauen haben. Mhm. Das ist etwas überproportional, nicht viele, aber es ist etwas überproportional. Die Diagnose HFpEF ist ja auch schwierig. Wir haben in 50% der Fälle Vorhofflimmern, was die Diagnose schon quasi stellt. Was spannend war, das habe ich hier auch nicht drauf, ist, man hat eine BNP-Reduktion gesehen, obwohl wir ja wissen, dass bei Adipositas das BNP falsch niedrig ist. Aber das war auch nur als Median, beziehungsweise sogar als Mittelwert präsentiert, was ich grenzwertig finde beim BNP, weil das ja nicht normal verteilt ist. Aber wir wissen nicht, ob die generell jetzt falsch niedrig lagen oder niedrig waren. Das BNP war hoch bei Einschluss und es wurde durch die Substanz reduziert. Das ist interessant. Aber nochmal zu deiner Frage zu dem Diabetes. Das versuche ich gerade nochmal aus der Originalpublikation rauszukriegen. Der war, der HbA1c im Mittel ist, glaube ich, nicht rapportiert. Ich muss ihn mal raussuchen, aber es ist sicherlich kein Glukosetoleranztest oder erst recht Insulin, C-Peptid oder Ähnliches gemessen. Ne? Ja, aber da, wo der größte Effekt war, das waren ja die dicksten Patienten. Und das werden wahrscheinlich die trotzdem sein, die, wenn sie gechallenged werden mit einem OGDD, am schlechtesten aussteigen werden. Ja. Also wenn wir sicher 50% Diabetiker haben, also würde ich jetzt einmal so reinwerfen und mindestens eine impaired Glukosetoleranz. Ja. Aber ja, ich bin bei dir, ich frage es, ob es eine Rolle spielt. Ne? Es ist halt so, aber trotzdem wirkt es bei adiposen Patienten mit HFpEF. Ne? Genau, ja. Der Unterschied zum SGLT2-Inhibitor ist natürlich, dass das Nebenwirkungen macht. Und zwar richtige Nebenwirkungen. Ne? Klar, wollen es nicht schlecht reden und das ist mit Sicherheit ein Gamechanger in der nicht nur Diabetologie, sondern darüber hinaus, wie du sagst. Aber während der SGLT2-Inhibitor allenfalls ein bisschen Genitalinfekte macht und alles andere nun wirklich extrem selten, habe ich hier ja wirklich 10%, manchmal ein bisschen mehr gastrointestinale Beschwerden. Und wir kennen diese Patienten ja, die stationär aufgenommen werden, auch in der Nicht-Gastroenterologie, unklare Beschwerden, gastrointestinal. Da guckt man die Medikamente durch und dann ist dann eben ein GLP-1-Agonist drin und keiner hat daran gedacht, das zu assoziieren, dann setzt man das ab und dann sind die Beschwerden weg. Und das Medikament ist dann ja eben auch ein Langzeitmedikament, denn wenn ich es absetze, kommt das Gewicht zurück und die Effekte werden wahrscheinlich weg sein. Soll das alles nicht kleinreden, aber es ist eben kein SGLT2-Inhibitor, es ist auch kein Statin, sondern es ist eine Substanz, die relevante Nebenwirkungen macht und was die dann über 5 und 10 Jahre für Nebenwirkungen macht, wissen wir wahrscheinlich in Totalität noch nicht ganz. Und vielleicht noch ein letzter Einwurf dazu. Gestern oder vorgestern New York Times breit in der Leitmedien rapportiert zwei Dinge. Zum einen, das gesamte Wirtschaftswachstum des Staates Dänemark beruht wohl nur noch auf dem Hersteller dieser Substanz. Das, was Fett im Staate Dänemark. Und was man in den USA wohl zunehmend sieht, ist, dass sich jetzt Patienten, wenn man sie Patienten nennen möchte, oder Menschen, die Produkte einsetzen, beschweren, dass es zu einer raschen Gesichtsalterung kommt. Auch das in der Leinpresse jetzt breit berichtet, weil ich eben nicht gleichzeitig, das hat, glaube ich, Katrin Deneuve mal gesagt gehabt, am Po besser aussehen kann und im Gesicht. Und diese Kehrseite kommt jetzt auch auf einmal in den wahrsten Sinne Fokus der Öffentlichkeit. Ja, ich meine, es gab ja auch, ich glaube, das auf Twitter habe ich das irgendwie so lustig gefunden, also Type 2 Diabetes is not an Ozempic deficient state. Könnte man jetzt im Umkehrschluss sagen, was natürlich viel schwieriger zu beweisen wäre,
wenn man mit anderen Mitteln abnimmt, Klammer Ernährung, müsste man eigentlich die gleichen Ergebnisse hinsichtlich HFpEF sehen? Gibt es da so Daten dazu? Nein, die gibt es natürlich nicht, weil das natürlich ein Problem ist mit dem mit anderen Mitteln abnehmen. Jetzt ist das für uns vier, die wir hier sitzen, nicht so schwierig vielleicht, aber es ist eben in der Summe, das ist ja kaum zu kontrollieren. Ich meine, klar kann man Leute einsperren bei Wasser und Brot oder eben nur Wasser, aber alle anderen Möglichkeiten sind ja relativ gescheitert. Ist schon richtig, man kann natürlich Rehabilitations- und strukturierte Ernährungsprogramme versuchen, aber das geht ja allenfalls in einer paarwöchigen, monatigen Studie und im Leben nicht über mehrere Jahre. Das ist leider so. Das Mir ist zumindest eine Arbeit bekannt zu einer Low-Carb-Studie und diastolischer Dysfunktion, die sich dramatisch verbessert hat von einer deutschen Kardiologin, das ist publiziert. Also man müsste es nur angehen und machen. Also ich glaube, das geht schon, ja. Aber das wäre eine andere Diskussion wahrscheinlich. Nein, ganz wichtiger Punkt, sehe ich genauso. Ja, was man nicht vergessen darf, ist bariatrische Chirurgie. Ne? Dafür ja. Ist das alles gezeigt. Ne? Also die werden fitter, die werden dünner und die laufen länger. Ne? Also nicht medikamentös natürlich, ne? Ist dann chirurgisch, aber das gibt es ja auch. Also da geht der Diabetes weg und die kriegen auch nicht so schnell eine Herzinsuffizienz. Ne? Und die Suizidrate nimmt zu. Ja. No free lunch. Aber übrigens auch mit GLP-1 gibt es jetzt Publikationen. Ne? Die haben dann keinen Appetit, sind schlank, aber sind natürlich ein bisschen deprimierter alles. Aber gut, das sind Diskussionen. Aber vielleicht ist das ein wichtiger Punkt der Studie, dass man auch darüber nachdenkt. Ja. Also es ist natürlich so, dass wir 10% mehr oder fast mehr 10% gastrointestinale Nebenwirkungen haben, die zum Teil aus dem Studienabbruch geführt haben. Aber was die Autoren eben hier so hervorheben und auch Herr Professor Ruschitzka bei der Diskussion der Studie, dass wir eben insgesamt, was Serious Adverse Events, insbesondere Herz, Disorders angeht, da in der Währunggruppe weniger Ereignisse haben und dass das irgendwo aufwiegt. Ne? Vielleicht eine Frage aus Österreich. Gibt es in Deutschland auch einen Semaglutid-Mangel? Weil bei uns haben die Abnehmwoller den Diabetespatienten alles weggeschnappt. Ist das auch so? Okay. Es ist nämlich von der ÖDG gerade ein Konsensus Empfehlungen rausgekommen, wie man in dieser Situation jetzt weiter vorgehen möchte oder soll. Machen wir weiter mit einer Studie, deren Ergebnis eigentlich als Pressemitteilung bekannt war, weil neutral, trotzdem praxisrelevant für den Kardiologen zumindest. Was ist mit Antikoagulation in ARE? ARE sind Atrial High Rate Episodes. Das sind Episoden von mindestens 6 Minuten einer Vorhoffrequenz über 170, also eine supraventrikuläre Tachykardie, die aussieht wie ein Vorhofflimmern im Schrittmacherspeicher. Und das kennen alle die Schrittmacher ab auslesen. Das sehen wir immer mal wieder, dass das im Speicher auf einmal steht. Vorsicht, da ist eine Vorhofrhythmusstörung. Und dann kann man ein intrakardiales Elektrogramm einsehen. Und das sieht auch ziemlich aus wie Vorhofflimmern. Natürlich nicht so schön wie im Oberflächen-EKG. Und dann ist die Frage, muss man diese Patienten antikoagulieren, wenn sie bisher kein Vorhofflimmern hatten, ja oder nein? Und das NOAA-AFNet hier auch ganz entscheidend neben der Firma Daiichi, auch von der Deutschen Gesellschaft für Herz-Kreislauf-Forschung unterstützt, hat diese Hypothese getestet, dass man mit einer Antikoagulation, Edoxaban, diesen Patienten, was Schlaganfallreduktion angeht, helfen kann, ohne vermehrte Sicherheitsendpunkte, und hat das gegen Placebo getestet. Und das bei Patienten, die mindestens 65 waren und einen zusätzlichen CHA2DS2-Score hatten. Also im Prinzip eine Antikoagulationsindikation immer dann, wenn sie auch echtes Vorhofflimmern hätten. Das hatten sie nicht. Die hatten das ja nur in ihrem Gerät. Es waren also im Mittel sogar etwas ältere Patienten, zweite Hälfte 70. Es hatten einige Aspirin, das durften sie behalten in der Placebo-Gruppe, wenn sie das denn hatten, aus welchen Gründen auch immer, oder eben gar nichts. In der Währunggruppe wurde das ersetzt durch Edoxaban. Sie hatten im Mittel einen CHA2DS2-Score von 4 Punkten, also schon klares Risikokollektiv. Diese Episoden, wie gesagt, Definition ARE ist Minimum 6 Minuten im Schrittmacherspeicher. Hier waren es 2 Stunden 50, also eine klare länger dauernde supraventrikuläre Tachykardie, wo ich ehrlicherweise gesagt hätte, wenn das ein Hochrisikopatient ist, alt, CHA2DS2 4 Punkte, Vorhofflimmern in Schrittmacher oder eben ARE, dann profitiert dieser Mensch von einer oralen Antikoagulation. Hier steht es nochmal zusammengefasst. Unten links, was ist der primäre Endpunkt? Schlaganfall, systemische Embolie oder kardiovaskulärer Tod auf der linken Seite nicht signifikant verändert. Deswegen die Studie auch nachdem alle Patienten drin waren, aber im Median nur 21 Monate nachbeobachtet waren, gestoppt vom Data Safety Monitoring Board. Nicht zuletzt deshalb, weil wir hier links Futility, also eine fehlende Wirksamkeit hatten, rechts aber gezeigt, der Sicherheitsendpunkt Major Bleeding, das sind ISTH, Blutungsraten oder Tod,
angestiegen war unter den Edoxaban, was ich nicht verwunderlich finde, das erwarten wir. Im Übrigen halte ich das 31% mehr oder hier Safety-Endpunkte, finde ich gar nicht viel für eine volle orale Antikoagulation. Finde ich eigentlich nochmal einen positiven Aspekt, aber kein Nutzen, mehr Blutungen. Das heißt, es hilft nicht. Ganz interessant, verschiedene Subgruppen, das kann man hier nicht lesen auf dem Dia. Ich habe 3 rausgeschrieben, das ist wichtig. Es gab keine Interaktion mit der Dauer der Rhythmusstörung, obwohl wir denken ja, dass es, und da gibt es Subanalysen aus allen anderen Schrittmacher-Alpenstudien, dass es eben vielleicht erst was bringt, wenn man 24 Stunden Vorhofflimmern hat im Schrittmacher. Das war hier nicht der Fall. Es gab keine Interaktion mit der Höhe des Chest Fast Scores und auch nicht mit zusätzlichem Aspirin. Also eine durchweg neutrale Studie, die ganz klar uns eigentlich vorhält, dass wir das eher nicht machen sollten und bei diesen Patienten nur durch multiple, und dann würde ich ehrlich aber sagen, alte Langzeit-EKGs da weitermachen müssen und gucken müssen. Halte ich für spannend, halte ich für einen Game-Changer der Praxis. Hindert uns natürlich nicht, doch noch im Einzelfall zu antikoagulieren. Manchmal ist es ja so, wenn man noch ein Echo, Riesenvorhof, es riecht alles nach Vorhofflimmern, Patient hat auch Palpitationen, wir finden es nur im EKG nicht, dann ist es schon, finde ich, von Nutzen hier dieser Vorhofflimmer oder Aare-Befund im Schrittmacherspeicher. Wurde dann lange diskutiert auch, was ist mit den Smartwatches, die wir noch zur Verfügung haben seit einigen Jahren. Viele, viele Patienten, auch ältere, haben mittlerweile die Möglichkeit, da ein richtiges Einkanal-EKG abzuleiten, wo man das vielleicht dann noch eher nochmal finden kann, weil unseren Schrittmacher-Patienten jetzt auch noch quartalsweise oder monatlich Langzeit-EKGs zu machen, das funktioniert im Alltag wahrscheinlich gar nicht. Was denkt ihr darüber? Ja, danke Stefan. Als Nicht-Kardiologe, wenn ich jetzt in der Ethikkommission gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht durchlassen, die Studie. Wenn ich es richtig verstehe, setzt man ja Leute dem Risiko einer vollen Antikoagulation aus und dahinter steckt nur sozusagen ein technisches Flunkern, wenn ich das so interpretiere. Ja, man kann es anders sehen. Ich hätte das fast umgekehrt gesehen. Ich hätte gesagt, man setzt sie dem Risiko einer Nicht-Antikoagulation aus, ja, in der Placebo-Gruppe. Ja, das, ja, hätte ich jetzt auch gedacht, dass du das so siehst. Ja. Oder? Siehst du auch so, Florian, ne? Also ich habe jetzt überlegt, was meint Markus wohl? Welche Negativ-Coin meint er jetzt? Ja. Aber klar. Ja, also wie gesagt, ihr kennst das sicher besser mit dem Aare, aber wenn du, wie du sagst, wie genau weiß man, dass es wirklich ein Vorhofflimmern war oder es ist nur ein kurzer supraventrikulärer Run gewesen? Die Definition im EKG ist ein 12-Kanal-EKG. Im Langzeit-EKG müssen es 30 Sekunden sein, per Definition. Ja. Alte Daten, auf denen das beruht, 30 Sekunden im Langzeit-EKG. Hier waren es im Mittel 2 Stunden 50. Und die Qualität, also aus eigener Erfahrung, muss man schon sagen, in den Schrittmacherspeichern wird immer besser. Also wir haben mittlerweile diese Aare-Episoden sind echt, also das ist echt eine supraventrikuläre Tachykardie. Das sind, also früher hat man gedacht, es können auch Artefakte sein, aber das kann man meist unterscheiden heutzutage. Ja, okay. Ja, aber es ist definitiv eine wichtige Studie, glaube ich, ja. Ja, ist spannend, also auch im Hinblick auf die ESUS-Daten, die wir ja kennen. Also ich hätte das nicht gedacht, dass das so rauskommt, gar nicht, weil man ja immer vielleicht aus der kardiologischen Brille sagt, besser antikoaguliert als nicht antikoaguliert. Aber ich glaube, das spricht nochmal so ein bisschen für dieses Konzept der Vorhofflimmerlast, was wir ja mittlerweile als vielleicht den wesentlichen Faktor ansehen. Also diese Systemerkrankung mit dieser Vorhofflimmerlast, die natürlich je mehr und je besser dokumentiert, umso auch ein höheres Schlaganfallrisiko birgt. Ne? Aber ganz spannende Daten und muss ich sagen, ganz konträr dessen, was ich erwartet hätte. Das ist ja auch sehr provokativ diskutiert worden. Wenn ich mich richtig erinnere, hat die Diskutantin dann ja gefragt, macht überhaupt das Vorhofflimmern die Schlaganfälle oder ist das Vorhofflimmern nicht Ausdruck einfach nur einer arterialen Erkrankung, die dann per se die Ursache ist? Und wenn du jetzt sagst, wir machen jetzt jeden Monat oder jedes Quartal aus deutscher Sicht gesehen 24 Stunden EKGs, dann nähern wir uns natürlich so ein bisschen auch wieder dem an, was hier nicht funktioniert hat. Denn ich sage überspitzt, wenn ich jetzt jeden Tag ein 24-Stunden-EKG mache, dann hätte ich ja ungefähr das Gleiche, was ich hier habe. Und das hat es dann ja offenbar nicht gebracht. Gell? Zweite Studie läuft noch, wenn ich es richtig verstanden habe, in USA. Ja, es laufen weitere Analysen. Es gibt ja auch schon einiges dazu. Also ich glaube, das Kapitel ist noch nicht geschlossen. Und die Autoren hier haben letzten Endes geschlussfolgert, auch die Diskutantin, dass wir zum Zeitpunkt jetzt die Leitlinien nicht ändern müssen. Da steht so drin, wenn wir Aare sehen, versuchen, die EKG-Dokumentation zu machen und im Einzelfall durchaus auch schon antikoagulieren. Aber ich glaube, da ist das letzte Wort tatsächlich noch nicht gesprochen. Warum ist bei einem Chart-Swar-Score über 5, wird dann Placebo gefavored? Warum ist da jetzt was? Ah, hier, warum es da besser ist, oder? Ja. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Okay. Das war jetzt hier so, das weiß ich nicht. Das sind aber insgesamt alles, das sind alles, das ist ein Punkt, der Punktschätzer streift hier nicht die Line of Unity, aber das ist alles nicht signifikant gegenüber der anderen Gruppe. Okay. Ja, das sind dann auch, die Gruppen werden natürlich kleiner mit über 5, aber ja, also nochmal, ich wiederhole mich, aber das ist ja alles viel, ne? Schatz, was über 5 hätten wir doch auf jeden Fall antikorreliert. Ja. Noch eine letzte Kommentar dazu. Was uns das sicher sagt, ist, dass wir bei den jüngeren Leuten, die gesünder sind, diese ganzen ja, unter 65-Jährigen mit ein bisschen Hypertonus, die dann mal Vorhofflimmern haben, das gibt uns eigentlich was an die Hand, da wirklich nichts zu machen dauerhaft. Da zögern wir ja auch. Also, es gibt nicht wenig 50-Jährige mit Hypertonus, die wir lebenslang antikoagulieren, weil das mal irgendwo angefangen hat. Da hat man eigentlich noch weniger jetzt Hinweise darauf, wenn man sowas hier sieht. Ne? Aber gut. Eine andere Studie, die uns sehr überrascht hat, die in Circulation immerhin steht, ist eine niederländische Studie, das finde ich wichtig, Frail AF. Man hat die ganz entscheidende Hypothese getestet, dass wir unsere NOAC-Zulassungsstudien für alle vier Substanzen, wie alle anderen Phase-3-Studien, fast alle, natürlich ein älteres Patientenklientel ausgeschlossen hat oder nicht eingeschlossen hat. Und hat gesagt, wir testen mal bei alten und insbesondere Frail-Patienten und die Groninger, da kommt das her, Groninger, Entschuldigung, haben auch einen eigenen Score entwickelt für Frailty, wo einiges eingeht, auf das ich im Detail hier nicht eingehen möchte. Also diese Patienten mussten eine gewisse Punkteszahl auf diesem Frailty-Score haben und waren im Mittel 83. Das ist eigentlich ein klassisches Patientenklientel, wie wir es kennen. Und die waren auf Vitamin K-Antagonist und wurden randomisiert zum Wechsel, zum Switch zu NOAC oder eben auf Vitamin K-Antagonist zu bleiben und hatten, hier unten sehen Sie es, 30% paroxysmales, 50% permanentes Vorhofflimmern, nur knappe 40% Frauen und einen wichtigen Punkt, ja, kommen wir vielleicht erst zum Endpunkt. Ein überraschender Endpunkt war, dass hier die NOAC-Gruppe tatsächlich mehr systemische Embolien und Blutungsereignisse, dass man so ein kombinierter Endpunkt hat, also schlechter gefahren ist als die Vitamin K-Antagonistengruppe und die Patienten, die auf Vitamin K-Antagonist blieben, besser gefahren sind. Das hat uns sehr überrascht, weil wir gedacht hätten, gerade das ältere Klientel profitiert von dem NOAC und nicht von dem Vitamin K-Antagonist. Man muss zwei Sachen dazu sagen, wobei das die Diskutantin, Frau von Gelder, betont hat, dass das nicht so sei. Die Niederländer haben ein sehr, sehr gutes System zum INR-Monitoren. Da gibt es einen eigenen Pflege-Nursing-Dienst zu, der Thrombosedienst heißt er da. Also meine Hypothese war zunächst, dass diese Patientinnen und Patienten viel besser eingestellt waren, auf der INR höhere Time to Therapeutic Range hatten. Und die andere Hypothese, die ich zumindest hatte, war, ich gehe mal direkt dahin, war, dass man hat relativ viele Patienten hier mit Rivaroxaban gehabt, tatsächlich 50%. Wo sind wir ungefähr, die mit Rivaroxaban behandelt wurden, zweite Zeile steht's, und als NOAC hier 300 Stück, nur 100 mit Apixaban, 100 mit Edoxaban, wenig mit Dabigatran, aber Sie sehen hier die Subanalysen, die jetzt untereinander nicht signifikant unterschiedlich waren, aber es ist mitnichten so, dass gerade das Rivaroxaban besonders schlecht abgeschnitten hat, es hat eher sogar besonders gut abgeschnitten, also das kann man hier gar nicht als Hypothese an führen und die Diskutantin hat dann nochmal aufgedeckt, also die Time in Therapeutic Range ist wohl irgendwo in dieser Größenordnung gewesen, 65 bis 74%. In Aristotle nochmal zum Vergleich, dass die große Apixaban-Studie waren die niederländischen Teilnehmer bei 66, also das wurde interpretiert als nicht groß unterschiedlich. Ich finde es schon ein bisschen besser. Die individuellen TTRs waren hier nicht jetzt besprochen, deswegen kann man das nicht genau sagen. Ich gehe nochmal ein Dia zurück, weil hier nochmal die Auflistung der Endpunkte genauer dargestellt ist. Also der primäre Endpunkt waren die Blutungsendpunkte. Das hatte ich eben etwas falsch gesagt. Da ist es eben ganz klar so, dass das NOAC 70% mehr Blutung gemacht hat, aber auch die thromboembolischen Ereignisse, die waren nicht signifikant, weil es zu wenig waren in diesem einjährigen Beobachtungszeitraum, waren nominell eher erhöht. Und wenn man das zusammennimmt, thromboembolische Ereignisse plus Blutung 65% mehr, das ist auch wieder signifikant. Also das war sehr, sehr überraschend. Kann es sein, dass die Mehrkontakte mit Study Nurses oder in diesem Fall, wie sagt es so, Coagulation Nurses dazu führen, dass die Menschen einfach häufiger gesehen werden und deshalb im hohen Alter dann sicherer geführt werden? Das ist so, wenn ich Studenten jetzt frage, wie sehen Sie die Vorteile von NOACs versus Vitamin K-Antagonisten, dann kommt immer noch das Argument, naja, beim Vitamin K-Antagonist, da guckt dann der Arzt oder die in diesem Fall dann meinetwegen Coagulation Nurse häufiger mal danach. Mag das eine Rolle gespielt haben?
Ja, das mag natürlich eine Rolle gespielt haben. Das war ja das große Argument in der Studie zur rheumatischen Klappe, die wir auch neutral oder pro-Vitamin-K-Antagonist letztes Jahr gesehen hatten. Da war aber dann die gesamte Mortalität reduziert durch den Vitamin-K-Antagonist. Hier sind es ja tatsächlich die Blutungsereignisse. Also außer, dass man etwas besser das Aspirin absetzt, wüsste ich jetzt nicht, wie man die Blutungsereignisse durch häufigere Kontakte reduzieren soll. Also ich würde jetzt behaupten, das spielt hier eine geringere Rolle. Ich muss es nochmal nachsehen. Tatsächlich, ich bin mir nicht bewusst, dass das jetzt irgendwas geändert hätte an der Einnahme jetzt vom Aspirin. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht genau, ob das überhaupt rapportiert ist in der Studie, ob das vergleichbar war in den beiden Gruppen. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber vielleicht nochmal als Message: Unser Vorgehen wird es jetzt nicht generell in Frage stellen, weil ja alle Subgruppenanalysen, die wir jetzt nicht alle bis ins letzte Detail im Kopf haben, aber aus all den NOAC-Studien jetzt wirklich keinen Hinweis gegeben haben, dass da bei höchstbetagten Patienten ein Sicherheitssignal wäre. Das heißt, wir sind für unseren klinischen Alltag in Österreich und Deutschland weiter zuversichtlich, dass wir das mit den NOACs richtig machen, oder? Ja, es gibt mir etwas weniger Offensivität. Also ich habe bisher sehr offensiv gedacht, dass gerade die Alten profitieren. Alte, untergewichtig, niedrige Dosis Apixaban oder Edoxaban zum Beispiel, dass man da ganz offensiv umstellt, obwohl manch einer durchaus subjektiv zufrieden ist. Den würde ich jetzt vielleicht eher dann, also auf Vancomar in Deutschland, Vancomycin, das würde ich vielleicht dann auch lassen tatsächlich. Aber was war die Hypothese der Arbeit? Waren in den großen NOAC-Studien Patienten, glaube ich, im Median in der siebten Lebensdekade und das war ja neunte Lebensdekade. Das heißt, waren die dann wirklich deutlich unterrepräsentiert in den großen NOAC-Studien und deshalb hat man diese Studie gemacht? Genau, die sind deutlich unterrepräsentiert. Also ich Ja. müsste das mittlere Alter rausgucken, aber ich denke, das ist so um die 70 in den großen NOAC-Studien. Ja. Ja, die wirft viele Fragen auf die Studie, weil sie ja komplett gegen den Strich geht, ja, also gegen alle NOAC-Studien bislang. Also. Also ich gucke gerade nochmal, um das nachzureichen. Concurrent Platelet Inhibitor Use, mehr ist nicht besprochen, sind 2 bzw. 2,4% in beiden Gruppen. Also das ist minimal, das kann es nicht sein. Darf ich euch eine praktische Frage stellen? Ich komme gerade aus dem Notfalldienst von gestern auf heute und dann kommen ja natürlich Frail Patienten aus dem Altersheim sind mitunter mittelgradig oder schwer dement und dann stellt man en passant ein Vorhofflimmern fest, ein normofrequentes. Wie würdet ihr da vorgehen? Jetzt auch angesichts dieser Studie. Wenn die noch nicht auf einer Antikoagulation Ja, sind ja, bislang. ja, ja, ja. Also mein Vorgehen wäre de novo Behandlung immer mit einem Dual. Und nicht gar nichts machen. Schwer Nein. dement kommt mit einer Pneumonie und Also anhand des CHA2DS2-Scores und dieses Kollektiv, was du beschreibst, sind natürlich multimorbide krank und demnach auch oft einem sehr hohen Schlaganfallrisiko ausgesetzt. Demnach entlang des CHA2DS2-Scores und dann mit einem direkten oralen Antikoagulanz. okay. würde ich genauso sehen, zumal wir damit auch keine Lebensqualitätsverbesserung erreichen, sondern auch eine Morbiditäts, also Verschlechterung. Also dieser multimorbide Demente wird nicht primär eine Demenz versterben, aber die wird aber schlechter werden. Und wenn man einen Schlaganfall dazu kriegt, ist, glaube ich, keinem gedient. Okay. Und nach diesen Daten müsste ich ja mit Marco Ma anfangen. Na, weiß ich nicht. Das ist ja, das waren Marcomar oder Fenfluramin-Patienten hier oder Warfarin in dem Fall und die wurden geswitcht. Also die Novotherapie ist jetzt formal natürlich nicht untersucht. Okay. Darf man nicht vergessen. Und ich glaube, auch hier ist es kein Leitlinien-Changer, aber die Leitlinien Ja. sagen auch konservativ immer noch eine gut eingestellte INR bei den VKA-Patienten durchaus noch belassen. Nur sind die bei uns in Deutschland irgendwie erfahrungsgemäß nie gut eingestellt. Aber wenn das gelingt. Thought-provoking, vielleicht auch für Dialysepatienten. Ja. Ja. Letzte Studie von mir. Nochmal Vorhofflimmern. Irgendwie habe ich Vorhofflimmern geerbt dieses Mal. Das finde ich aber gar nicht schlimm. Castle HTX. Wir kennen Castle als Akronym für die Vorhofflimmer-Ablation und der Untersuchung von Endpunkten. Das ist hier eine ganz interessante monozentrische Analyse aus Deutschland von 190 Patienten, die zugewiesen waren an ein Transplantationszentrum, Bad Oeynhausen in diesem Fall, wo mit einer Und das ist eine wichtige Frage, terminalen oder eben schwergradigen Herzinsuffizienz, was auch immer das ist. Aber sie waren zugewiesen zur LTX- oder LVAD-Implantationsevaluation und hatten Vorhofflimmern in ungefähr 30%, hier unten steht es paroxysmal, 60, 55% persistierend.
Und die Frage, die sich stellte, tun wir diesem Patienten was Gutes, indem wir da eine Vorhofflimmerablation, Pulmonalvenenisolation durchführen. 60 Patienten pro Gruppe, NYHA-funktionelle Klasse 30. Ich meine, da fragt man sich, wenn ich funktionelle Klasse 2, also wenn ich NYHA 2 bin, ein Drittel der Patienten, was da die HTX-Evaluation soll, fragt man sich. Das wurde auch kritisch diskutiert, aber nichtsdestotrotz waren kranke Patienten. Und ich habe jetzt mal den sekundären Endpunkt Gesamtsterblichkeit zugetan. Im primären Endpunkt war auch noch die Transplantation und das Elbert-Implantation dabei. Das sieht ziemlich ähnlich aus. Und das hier ist noch härter. Gesamtsterblichkeit 70% reduziert durch die Ablationsgruppe. Das ist ausgeprägt und massiv und wirklich eigentlich toll. Und wenn man da in, ich weiß gar nicht, ob ich es noch dabei habe, habe ich nicht mehr, in Subgruppen guckt, dann sieht man das eigentlich über alle Gruppen. Das ist natürlich eine kleine Studie, die das nicht unbedingt hergibt. Und eigentlich ganz erstaunlich. Die waren gut Herzinsuffizienz behandelt. Gut heißt, nur 25% hatten einen SGLT2-Inhibitor. Das mag an einem Studienzeitpunkt liegen, wo das noch nicht so gefestigt war. Und immerhin fast die Hälfte war auf einer Rhythmustherapie mit Amiodaron. Diskutiert wurde das, und das finde ich die richtige Conclusio, dass es uns wegbringt von so einem bisschen nihilistischen Approach. Wir sind ja manchmal, wenn wir so einen Patienten in Richtung TX oder Elbert-Evaluation geht, dann sagt man irgendwann, dann kann man irgendwie nicht mehr helfen und die Therapie ist ausgereizt, ist eh schon zu hypotensiv. Und wenn er Vorhofflimmern hat, dann sagen wir, jetzt haben wir das erwartet, dann machen wir nichts dran, das ändert eh nichts. Ich glaube, aus der Schiene kann man ein bisschen raus und sagen, zum wiederholten Male eigentlich, wie auch in der ursprünglichen Castle-Studie, gerade bei Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion, hat die Pulmonalvenenisolation, die Vorhofflimmerablation einen prognostischen Nutzen. Super Studie. Mich interessiert jetzt aber hier das wichtigste Organ, die Niere. Gibt es was zur Nierenfunktion? Das wäre doch interessant, ob man da eine Reversibilität vielleicht sieht oder einen GFR-Anstieg wieder. Die waren, glaube ich, gar nicht so schlecht von der Nierenfunktion und die ist sicherlich nicht als Endpunkt rapportiert. Ich müsste einmal nochmal in die Baseline-Tabelle gucken, da bin ich gerade dabei. Auch da steht sie nicht übrigens, Nierenfunktion, Atrial Fibrillation, Cardioversion. Ejection Fraction habe ich nicht gesagt, ist um die 30%. Wir kennen ja den engen Zusammenhang von CKD und AF, aber es gibt eigentlich keine Studie, die das wirklich schön nachweist. Und das wäre ein super Kollektiv gewesen, wenn du das Vorflimmern wegkriegst, wie sich dann die GFR eigentlich entwickelt. Also ich darf das vielleicht hier unter uns so sagen, wenn du im PDF suchst nach Kreatinin, nach Kidney, nach GFR, mehr Termini fallen mir nicht ein, dann findet man überall keinen einzigen Hit, also ist auch im Text kein Wort drin. Oh, retract the paper. Ja. Eine blöde Frage, aber die Castle-Studie hast du erwähnt, weil ich mich gefragt habe, warum wartet man denn, bis die Endstage sind? Warum hat man das nicht 3 Jahre vorher gemacht irgendwie? Ich meine, es ist natürlich klasse, dass man dann immer noch einen Effekt hat. Aber da waren sie nicht in Bad Oeynhausen. Da war dann nicht so, ne? Der High-End-Kardiologe wahrscheinlich, der das diskutiert hatte. Genau, der Punkt. Also ich wundere mich ja, wie viele Patienten ich immer noch sehe, die vorher woanders waren, wo sich keiner um sowas gekümmert hat. Ich glaube, die Daten geben es mehr und mehr her. Es wird ja schon sehr viel applaudiert und wir sind alle hier vier kleine Elektrophysiologen, aber ich glaube, man könnte noch mehr machen. Das ist eine niedrige Risikoprozedur, wo sie häufig durchgeführt wird, mit der man sicherlich nicht viel falsch macht. Und ich glaube, man ist weg von dem Thema, es ist eine reine Symptomtherapie. Nochmal, vor allem dann, wenn eine Herzinsuffizienz da ist. Aber ist nicht irgendwann der Vorhof zu kaputt, damit das Ganze noch was bringt? Das war die Conclusio hier tatsächlich, dass man gesagt hat, der darf irgendwie nicht zu groß sein und da hat man irgendwelche wahllosen Quadratzentimeter-Cut ausgewählt. Ich glaube, das war hier kein Einschlusskriterium meines Wissens. Die sind natürlich groß, die Vorhöfe, das wissen wir ja nicht. Da sagt jeder, naja, jetzt ist zu viel. Probieren kann man alles. Nochmal, das war 50% Amiodaron. Ich weiß auch nicht, ob sich das geändert hat dann nach der Studie. Dafür gibt es auch noch nicht, ist die Nachverfolgung ja bisher auch nur 2 Jahre. Relativ spannend, ob man dann sagt, okay, man macht da irgendwie noch mehr. Ne? Denn es ist ja erstaunlich, dass die Vorhöfe dann offensichtlich noch gesund genug sind, obwohl die Menschen kurz vor Transplantation stehen, um dann nochmal in ihre alte Funktion in den Sinusrhythmus zurückspringen zu können. Oder? Ja, deswegen der kritische Punkt war dann so ein bisschen, wie krank sind die, waren die wirklich was für HTX und waren die vielleicht gar nicht so krank, die Patienten? Und was war die Erklärung der Erstautorin zu NYHA 2? Du hast ja gesagt, 30
Prozent. Ja, das ist halt einfach eine so gemacht, wie sie war, die Studie. Das heißt, die wurden zugewiesen an das Zentrum zur Evaluation. Davon dann wirklich transplantiert oder ELVAD implantiert waren ja eben die wenigsten. Also ich gucke jetzt gerade nochmal hier in die Implantation of Left Ventricular Assist Device war Ablation Group 1 und Medical Group 10. Also nicht so, als wenn die dann alle auch und Heart Transplant Urgent war 1 versus 6. Also davon ist eine ganz große Minorität nur überhaupt dann auch so behandelt worden. Die waren halt dafür zugewiesen. Wow, also das ist eigentlich Hypothesis Generating. Also man bräuchte wahrscheinlich größere Studien in früheren Herzinsuffizienzstadien. Ja. Machen wir ein bisschen mehr Nephrologie, um Markus glücklich zu machen? Du darfst. Nein, es war großartig bis jetzt. Gut, die Studie, die mich in ganz, ganz großes Nachdenken gebracht hat, ist die Nitrate-CIN oder CIN-Studie, weil die so ein bisschen alles in Frage stellt, was wir in den letzten Jahren geglaubt haben, zur Kontrastmittel, induzierten oder assoziierten Nephropathie verstanden zu haben. Das waren, glaube ich, die letzten beiden Folien, so ungefähr Markus et al. Im letzten Jahr. Und das war eine Leitlinie, die mir extrem gut gefallen hat, rund um Swapnil-Hiramat aus Kanada, weil man sich da sehr stark von der Angst der Kardiologen, vielleicht auch Nephrologen vom Kontrastmittel versucht hat zu lösen und ein schönes Schaubild gemacht hat. Wer darf denn, wenn er chronisch nierenkrank ist, Kontrastmittel bekommen? Wenn man sich das Schaubild anguckt, dann kommt man eigentlich am Schluss da raus, dass da steht, eigentlich soll jeder Kontrastmittel bekommen, der es braucht und keine Einschränkungen mehr. Und ohne jetzt in die Details zu gehen, alles, was wir in vielen Jahren untersucht haben, in verschiedenen Studien, was möglicherweise protektiv sein könnte, sei es ACC, sei es andere Dinge, das ist im Prinzip ja alles vereinfacht gesagt unter den Tisch fallen gelassen worden und gesagt worden, wenn ihr gute Bilder braucht, dann gebt dem Patienten Kontrastmittel und habt keine Angst vor dem Schaden des Kontrastmittels für die Niere. Wer das im Detail nochmal hören möchte, unser Interview mit Herrn Hiramat vor inzwischen auch schon wieder anderthalb Jahren, wo wir das im Detail besprochen haben. So, jetzt kommt Nitrate, CIN oder CIN. Großes Zentrum mitten in London, 640 Patienten, die Risiko hatten für eine Kontrastmittel, ich sage bewusst nochmal assoziierte Nephropathie, auch wenn es im Titel induzierter heißt, das ist so ein bisschen noch historisch bedingt. Das heißt, sie hatten entweder eine chronische Nierenerkrankung gehabt oder hatten mehrere Risikofaktoren gehabt dafür. Die sind dann randomisiert behandelt worden mit einer Substanz, die sie beim klinischen Alltag bisher nicht kennen, Kaliumnitrat oder als Vergleich als quasi Placebo Kaliumchlorid. Die Idee ist, dass dieses Kaliumnitrat umgewandelt wird im Körper in NO. Und wenn man sich so Schaubilder anschaut, wie kann man sich möglicherweise die kontrastmittelinduzierte Nephropathie erklären, dann steht da neben vielen, vielen anderen Dingen auch ein Mangel an NO, sodass die Idee ist, ich gebe es von außen dazu und dann wird der Schaden möglicherweise weniger. Das ist hier der Ablauf gewesen. Die Patienten haben über 5 Tage oral die Substanz oder das quasi Placebo erhalten gehabt. Und man hat sich dann als primären Endpunkt angeschaut gehabt, welcher Patient bekommt nach KDIGO definiert eine akute Nierenschädigung, eine Reihe anderer sekundärer Endpunkte, die ich auch gleich zeigen werde. Wenn man sich die Statistik anschaut, da stehen da so ein paar Sachen drin, die mich sehr überraschen. Man ist ausgegangen, dass man eine 80-prozentige Reduktion der kontrastmittelinduzierten Nephropathie erreichen könnte und hat dann rumgerechnet und sagt, naja, wenn wir 60 erreichen, ist auch gut. Das ist also schon sehr provokativ. Wenn man sich dann anschaut, wer ist eingeschlossen worden, London, das heißt 3/4 weiß, 1/4 andere Ethnizitäten. Das Spannendste finde ich, das können die Kardiologen viel besser beurteilen wieder als wir, aber ist die Kontrastmittelmenge, die gegeben worden ist, 170, 180 ungefähr Milliliter, obwohl ungefähr die Hälfte der Koronarangiografien diagnostische, nicht interventionelle gewesen sind. Ja. Erscheint mir sehr viel. Und dann kommen wir zu den Ergebnissen. Und dann sieht man hier eine geradezu wunderbare Reduktion der laut KDIGO nochmal definierten kontrastmittelinduzierten Nephropathie, also leichtgradiger Kreatininanstieg reicht ja schon aus, um das zu erfüllen, 30 versus 9%.
Und das, obwohl die Gabe von diesem Kaliumnitrat einen Blutdruckabfall macht, der nicht ganz trivial ist, der ja eigentlich dazu führen könnte, dass hämodynamisch bedingt das Kreatinin eher ansteigt als abfällt. Das heißt, trotz dieses Effektes deutlich weniger Kontrastmittel induzierte, ich wechsle bewusst den Ton hier. Und dann wird es ganz erstaunlich, nicht nur die Nieren werden geschützt, sondern auch die Myokardinfarkte. Im Rahmen der Prozedur, und jetzt mag es sein, dass ich vergessen habe zu sagen, das waren alles Leute, Kontrastmittelgabe im Rahmen einer Koronarangiografie bei NSTEMI, Reduktion von 12% auf 4%. Da gibt es, glaube ich, wenig, was uns einfällt, was da so protektiv sein könnte. Und das Ganze ist nicht nur ein kurzer Effekt, sondern man kann auch nach 3 Monaten noch deutliche Unterschiede sehen. Und jetzt wird es nochmal ganz wunderbar, wenn man sich nach einem Jahr das Auftreten von den sogenannten Major Adverse Kidney Events, also Tod, Dialysepflichtigkeit, Halbierung GFR, so ein bisschen vereinfacht gesagt, dann gehen diese Kurven hier ganz erstaunlich runter. Was halten wir davon? Boah. Ja. Also es ist schade, dass es die Publikation gibt, weil wir haben jetzt endlich es geschafft, dass wir nächste Woche mit den Radiologen in Österreich von der ÖGN jetzt in Anlehnung an das kanadische Paper einen Konsens irgendwie zustande bringen. Noch ist es nicht publiziert, wenn ihr euch beeilt. Ja, ich sage Ihnen eh nichts von der Studie. Wenn das auf 2-3 Tage beschränkt gewesen wäre, ich glaube, es war der primäre Endpunkt, dann ist es ja okay. Aber dass wir nach einem Jahr diesen Composite sehen, das ist schon sehr erstaunlich. Hast du da vielleicht geschaut, wie sich das aufteilt mit Tod versus... Der entscheidende Faktor ist offenbar die Halbierung der GFR. Ja? Also Dialysepflichtigkeit ist kein so ganz großer Unterschied. Dieser kombinierte Endpunkt wird vor allen Dingen wohlgetrieben durch die Halbierung der GFR. Aber immerhin, ja, immerhin. Und wie nierenkrank waren die wirklich von der GFR? Ja, die mussten nicht zwingend eine chronische Nierenerkrankung haben. Es waren auch Menschen dabei mit einer GFR über 60. Die mussten dann aber mehrere Risikofaktoren haben, also Diabetes plus oder so. Das war dieses Setting, ja. Also ich finde, dass... Ich gehe nochmal zu den Ausgangskriterien zurück. Da sieht man nochmal, wie die Patienten da reingekommen sind in die Studie. Und wie sich diese Kohorte zeigt. Zeigst du nochmal, wie viele Infarkte und wie viel diagnostisch das war? Die Diagnostik ergibt sich aus, jetzt muss ich gerade schauen. Ja, die ergibt sich im Prinzip aus diesem Outcome. Ja? Das heißt, dieses 40% ungefähr medical, das heißt diagnostisch, ja, 50% sind interveniert worden. Und 10% sind dann dem Chirurgen vorgestellt worden. Gibt es da Subanalysen, auch bei der niedrigen Kontrastmittelgabe? Bin ich mir nicht ganz sicher. Ist noch nicht publiziert. Ne? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was da jetzt schon präsentiert das kurz zu beantworten, auch Florian, ich meine, wir brauchen 40 Milliliter für eine diagnostische Choro. Wenn man Biplan arbeitet, kann man mit weniger arbeiten. Vielleicht braucht man 50 Monoplan. Die Intervention ist schwer zu sagen, da gibt es ja oft sogar nur einen Median, ne, weil das extrem schwankt. Also das kann man mit 100 machen oder noch weniger, das können aber im Extremfall einmal 400 sein. Und das waren alles Menschen mit einem Nicht-SD-Hebungsinfarkt, akutes Coronarsyndrom. Alle hatten einen ACS. Dann muss man sagen, dann ist der Endpunkt, der periprozedurale Infarkt natürlich schwierig, ne? Weil... Wie soll man das nachweisen? Also die Marker sind ohnehin erhöht. Das verstehe ich gar nicht. Also wenn alle einen Infarkt haben, dann ist ja die Frage, klar, kann ich dann noch periprozeduralen Infarkt machen? Das kann ich natürlich machen. Nur wie kann ich das dann nachher beweisen? Also anhand welchen Markers kann ich das beweisen? Also das ist schwierig. Bei der elektiven PCI, klar, das ne, klar, logisch, da kann ich das messen, aber das halte ich für schwierig. Und als zweiten Punkt finde ich immer schwierig, wenn man einen Faktor, also NO, gezielt angeht, einen Faktor für eine Systemerkrankung eigentlich, ne? Für ein systemisches Geschehen, ne? Weil du ja auch darauf abhebst, eben zu sagen, nicht induziert, sondern assoziiert. Letzten Endes gibt es ja ganz viele Faktoren, Blutdruckabfall, du hast das angesprochen, die sicherlich eine Rolle spielen, um den Bystander, möglicherweise ist KM ein Bystander, eben als schädigendes Element in Erscheinung treten zu lassen. Ne? Also
fast zu schön, um wahr zu sein, das alles. Das ist ein wichtiger Punkt, den du erwähnst. Wir kennen das ja, ne? Periprozedural oder auch im Rahmen der Prozedur, die Druckabfälle und all möglichen Komplikationen. Vielleicht ist das NO da auch vielleicht protektiv und hat gar nichts mit dem Kontrastmittel zu tun. Also es ist jetzt ja kein direkter Beweis. Ich meine, und der erste Punkt ist, glaube ich, auch ein wichtiger. Vielleicht müsste man elektive PCIs vielleicht untersuchen. Wir werden es auf jeden Fall weiter diskutieren, denn der präsentierende Autor hat schon zugesagt, dass er sich mit uns auch treffen wird. Wir werden Herrn Hiremath auch versuchen, dazu zu nehmen. Und es ist auch geplant, das Ganze nochmal in einer Phase-3-Studie zu überprüfen. Also das sehen die Autoren selber so, dass das Ganze einer Bestätigung bedarf. Das ist jetzt nicht so, dass man hingegangen ist und gesagt, damit muss jetzt die Geschichte neu geschrieben werden, sondern man ist bereit, das in der Phase-3-Studie zu überprüfen. Aber es gibt einfach eine Effektgröße, wo es einem schwerfällt, das einfach so unkritisch zu akzeptieren. Wird das dann als Medikament verpackt werden, dieses Kalium oder was immer, Nitrat oder ich kenne das ja. Nitrat, genau, ist noch nicht andiskutiert worden. Ne? Also wir reden hier, wie gesagt, deshalb kann ich jetzt auch die Fragen nach der Definition nicht nachschlagen, das ist nicht publiziert bisher. Methodikpaper gibt es, aber im Prinzip sagen die Autoren, nächster Schritt ist eine noch größere Studie, die wird die auf harte Endpunkte, die über die Cardigo definierte akute Nierenschädigung hinausgeht, dann gepowert ist. Na, vielleicht geht es darum, es ist commercially interesting. Man schluckt halt einfach diese Tablette für jeden Kontrastmittel. Machen wir vielleicht weiter mit einer anderen Studie, die auch in der Größe des Effektes erstaunlich ist und auch so ein bisschen ein kritisches Nachschauen nochmal bedarf. Die Onco-DVT-Studie aus Japan, die zwei Dinge zusammenwirft, die ja immer ganz schwierig sind in der Angiologie. Die eine Frage, was mache ich mit distalen, also Unterschenkel, Tiefenbeinvenenthrombosen, distal von der Vena Poplitea, und zum anderen, was mache ich bei onkologischen Patienten mit thrombovenösen Erkrankungen? Da haben wir seit ein paar Jahren ja die Sicherheit, dass wir die auch mit NOACs behandeln können, mindestens genauso gut wie mit dem bisherigen Standard niedermolekulares Heparin. Aber diese Kombination mit distaler TVT, die ist eben neu. Die Kollegen haben bei 600 Patienten mit isolierter distaler TVT über 3 Monate, was so ein bisschen der Standard eigentlich wäre bei der peripheren TVT, oder über 12 Monate unter dem Argument, Patienten, die alle einen Tumor haben und der Tumor ist noch aktiv, Edoxaban gegeben gehabt. Primärer Endpunkt war eine rekurrente thrombovenöse Erkrankung oder Todesfall innerhalb von einem Jahr. Und dann wie immer, wenn es um Blutverdünnung geht, natürlich dann der zweite wichtige Endpunkt, die Blutung. Wenn man sich angeschaut hat, ehrlich aufgezeigt, natürlich haben nicht alle das wirklich 12 Monate durchnehmen können. Natürlich ist auch nicht bei allen nach 3 Monaten das gestoppt worden, wenn die in der kürzeren Studie gewesen sind. Aber die Schere geht doch noch ausreichend auseinander, um das vernünftig beurteilen zu können. Auch hier sollte man sich, denke ich, die Ausgangskriterien sehr kritisch anschauen. Da sind so 2, 3 Dinge, die mich wieder so ein bisschen stutzig machen. Zum einen ist es so, wenn man sich anschaut, die Patienten hatten nur 20% ungefähr bei Studienbeginn eine symptomatische distale tiefe Beinvenenthrombose. Und wir alle haben genug Beine und genug Unterschenkel geschallt gehabt, um so ein bisschen zumindest mal die Schwierigkeiten des TVT-Nachweises in den Unterschenkeln so ein bisschen zu kennen. Und dann steht da, dass 34 bis 40% dann auch noch beidseits sind. Das ist so ein bisschen überraschend, muss ich ehrlicherweise sagen. Das Zweite, was beachtlich ist, ist, dass der große Anteil der Patienten, die niedrige Dosis Edoxaban bekommen haben, zulassungsadäquat, weil aus Nierenfunktion und oder Alter und oder Gewicht und oder daraus resultierenden Kreatininklions die adäquate Dosisreduktion erfolgt ist. Nur das muss man dann natürlich auch nochmal im Hinterkopf haben. 3/4 der Menschen hatten nicht 60 Milligramm, sondern 30 Milligramm gehabt. Was ist rausgekommen? Und hier sind wir wieder bei den wunderbaren Ergebnissen. In den ersten 3 Monaten, wenn beide Patientengruppen eine Antikoagulation bekommen, sind die Patienten nahezu komplett geschützt und dann geht die Schere massiv auseinander und das Ganze sieht so aus, dass es offenbar dumm ist, bei diesen nochmal Tumorpatienten mit distaler TVT nach 3 Monaten die Antikoagulation zu stoppen. Aber das Ganze
er ist dann auch von Seiten der Blutung erstaunlich, muss man sagen, erstaunlich gleich vom Kurvenverlauf. Das heißt, ich sehe keine wirklich substanzielle Zunahme des Blutungsereignisses, obwohl das ja nochmal aktive Tumorpatienten sind. Zwischen Monat 3 und 7 passiert fast gar nichts. Dann erst am Schluss geht es so ein bisschen auseinander. Und dann kommt das Aber, was ich schon angesetzt habe. Wenn man sich dann anschaut, was für Ereignisse waren das denn gewesen? Naja, dann sind das eben sehr viele dann auch wieder Rezidive im Bereich der Unterschenkel. Es sind sehr wenig Lungenembolien, die aufgetreten sind, auch relativ wenig dann proximale tiefe Beinvenenthrombosen. Also dieser Endpunkt wird nahezu komplett, nicht ganz, aber nahezu komplett eben von wiederum Unterschenkel-TVTs getrieben. Das sind die Caveats, die ich hier sehe, und bin gespannt, wie ihr das einordnet, nochmal insbesondere unter der Schwierigkeiten, die wir sowieso schon haben mit der Diagnostik und auch mit der Therapie der distalen TVTs. Weißt du, Gunnar, ganz kurz, die Tumor, ist das dokumentiert? Ist dokumentiert, Tumor? Ja, ist dokumentiert worden, war nicht auf eine Entität beschränkt, im Prinzip weites Spektrum. Ich habe es jetzt hier nicht rausgenommen in die Folien. Aber bei aller Kritik jetzt gegenüber der Unterschenkelthrombose, die ich selber gar nicht so einfach finde zu diagnostizieren, du hast das ja suggeriert zwischen den Zeilen, wir wissen doch eigentlich, dass wir bei aktiver Tumorerkrankung die Antikoagulation fortführen, zumindest nach deutscher, europäischer, westlicher Leitlinie. Oder bin ich jetzt am Holzweg? Naja, das Nicht-Gezeigte ist ja, wie gesagt, nun explizit der Unterschenkel. Ja? Ansonsten, klar, keine Frage. Aber das meinst du, okay. Ja, ja, das ist die Novelty, ne? Ja. Das ist die Novelty hier, ja. Ich zitiere da immer extrem gern den Herrn Kieran, der ja ganz führend gewesen ist, viele, viele Jahre für die Chest-Guidelines. Und der hat mal auf, ich glaube, mal ISTH-Kongress gesagt, er verbietet seinen Assistenzärzten, Unterschenkelthrombosen zu suchen mit dem Ultraschall, weil erstens kann es eh keiner. Und zweitens, wenn ich welche finde, weiß ich nicht, was ich damit dann mache, therapeutisch. Ja? Und jetzt so ein bisschen sehr kritisch und kritikastisch vielleicht auch gesagt, kann man sagen, naja gut, ich finde hier vielleicht welche asymptomatisch beidseitig, weiß ich nicht, und verhindere dann durch Gabe einer Antikoagulation, dass dann wieder im Bereich des Unterschenkels Thrombosen auftreten. Die aber keine Blutungen macht. Die aber zumindest bis zum Monat 9 keine Zunahme von Blutungen macht bei Tumorpatienten, ja. In einer niedrigen Dosis, ne? Edoxaban bei leichten Menschen in Japan. Ja, schwierig. Ich glaube, wir haben genug Kritik jetzt reingebracht und jeder von unseren Kolleginnen und Kollegen mag sich das dann selber für seine Patienten in Zukunft einordnen. Wechseln wir vielleicht zu nicht ganz so eindeutigen Ergebnissen, aber mit einer umso größeren, glaube ich, Credibility dann, die Eisengabe bei Herzinsuffizienz. Einer, der, ich glaube, für viele Menschen Höhepunkte dieses Kongresses war gewesen, die Publikation der HeartFit-Studie. Die Idee, dass ich mit der Gabe von intravenösen Eisen weniger, so wie die Studienlage ist mit oralem Eisen, da mag man auch drüber diskutieren, aber Menschen mit einer Herzinsuffizienz auf jeden Fall symptomatisch und vielleicht auch prognostisch was Gutes tue, geht ja im Prinzip schon seit mehreren Jahrzehnten. Das ist eine Auflistung von Herrn Pecker von all den Studien, die da geplant waren und sind. Wir sind fast am Ende jetzt dieses Studienprogrammes und mit der HeartFit ist die mit Abstand größte Studie jetzt publiziert worden. Fast so groß wie die nächst drei größeren Studien zusammengefasst. Das Design ist für alle diese Studien so ein bisschen unterschiedlich gewesen. Auch die Eisenmenge ist so ein bisschen unterschiedlich gewesen aus vielleicht eher wirtschaftlichen Aspekt. Es sind zwei verschiedene Anbieter auf dem Markt. Das heißt, nicht alle diese Studien sind mit dem gleichen Eisenpräparat gemacht worden. Das Entscheidende ist aber, dass die beiden Phase-3-Studien, die wir bisher hatten, so ein, ja, ich würde sagen mal, ein Unentschieden ergeben haben. Ja? Das war die Ironman-Studie mit dem einen Produkt, die Affirm-HF-Studie mit dem anderen Produkt. Ich persönlich glaube nicht, dass das Produkt hier eine große Rolle spielt. Was aber auf jeden Fall relevant ist, die Kurven gehen schön auseinander, aber in beiden Fällen ist die Signifikanz nicht ganz erreicht worden bei einem typischen Herzinsuffizienz-Endpunkt, also im Prinzip Aufnahme wegen Herzinsuffizienz im Krankenhaus und oder kardiovaskuläre Todesfälle so ungefähr, war das jeweils definiert gewesen. Und in beiden Studien hat man dann gesagt, naja gut, aber das wäre ja wahrscheinlich alles viel klarer gewesen, wenn jetzt nicht Covid-19 gewesen wäre und durch Covid-19 war das schwierig und Krankenhausaufnahme war schwieriger und auch Eisengabe war schwieriger und jetzt haben wir HeartFit und das ist dreimal so groß und dann sollten wir das Ergebnis doch jetzt bekommen. Design, 3000 Menschen, alle HEF-REF, alle ein Ferritin unter 100 oder aber
wenn eine T-Set, Transferinsättigung unter 20%, ein Ferritin bis zu 300, randomisiert Eisen, Carboximaltose oder Placebo. Es gibt nicht nur zwei Substanzen auf dem Markt, es gibt auch so ein bisschen zwei unterschiedliche Dosierungsschemas, ein US-amerikanisches und ein EU-Dosierungsschema. Das ist aber, glaube ich, nicht relevant für die Beurteilung. Relevanter ist, glaube ich, wenn man sich die Baseline-Kriterien anschaut, dies ist wiederum keine Kritik, es waren sehr wenig SGLT2-Inhibitor drin gewesen. Das liegt einfach daran, dass die Studie gestartet worden ist, bevor die Herzinsuffizienzstudien verfügbar gewesen sind zum Empagliflozin und zum Dapagliflozin. Warum betone ich das? Ich betone das deshalb, weil Herr Packer wiederum sehr prominent und pathophysiologisch ganz spannend in den letzten Monaten diskutiert, ob möglicherweise die Kombination von intravenösen Eisen und von SGLT2-Inhibitoren schädlich sein könnte oder zumindest mal keinen zusätzlichen Nutzen erbringt. Will nicht in die Pathophysiologie reingehen und fragt bitte auch nicht danach. Wer das will, kann das nachlesen. Da gibt es mehrere sehr gute Paper von ihm dazu, die sehr durchdacht sind. Was relevant ist für die Baseline-Kriterien, wenn man sich anschaut, die hatten eine relativ hohe Transferinsättigung eigentlich gehabt. Die war irgendwie im Median so bei 25 oder so. Das bringt dann, wenn man die Ergebnisse gleich sieht, dann wieder die Frage, wer ist denn überhaupt Eisen defizient und wer braucht überhaupt Eisen dann intravenös? Ja, also wir starten Median so ein bisschen über 20 und dann geht das natürlich entsprechend hoch und das Ferritin geht dann auch entsprechend hoch, wenn ich intravenöses Eisen gebe, was jetzt keine Überraschung ist. So, dann wird es ein bisschen kompliziert und das ist auch kritisch nachgefragt worden, anders als bei Ironman und anders bei der Affirm-HF-Studie, hat man jetzt hier nicht einfach diesen klassischen Herzinsuffizienz-Endpunkt gemacht, stationäre Aufnahme wegen Herzinsuffizienz und oder Todesfälle, kardiovaskulär oder gesamt, sondern man hat hier auch wieder so eine Win-Ratio gemacht gehabt. Ja. Das macht es vom Verständnis, finde ich, immer so ein bisschen schwieriger. Das heißt, man hat hierarchisch geordnet gehabt, jeden Patienten der Placebo-Gruppe mit jedem Patienten der Währung-Gruppe verglichen und gesagt, wer die ersten 12 Monate überlebt, hat gewonnen, wenn sein Partner nicht überlebt hat. Wenn beide entweder überlebt haben oder beide verstorben sind, vergleiche ich dann, wer war im Krankenhaus wegen Herzinsuffizienz. Wenn auch hier wieder ein Gleichstand war, dann gucke ich mir die Gehstrecke nach 6 Minuten an. Ja, also drei sehr, sehr, sehr unterschiedliche Endpunkte zusammengefasst in einer Win-Ratio. Das kann man, glaube ich, zumindest mal sehr kritisch diskutieren. Wenn man sich das anschaut, was ist rausgekommen? Ich vergleiche also 1500 Menschen mit Eisen, mit 1500 Placebo. Es gab einen erkennbaren, geringen, aber erkennbaren Unterschied in der Gesamtmortalität. Das führt dazu, dass im Vergleich des Gesamtüberlebens die Patienten, die Eisen bekommen haben, etwas mehr Wins gehabt haben. Es gab erstaunlicherweise keinerlei Unterschied bei der Krankenhausaufnahme aufgrund von Herzinsuffizienz. Und dann die dritte Hierarchieebene bei der Änderung der 6 Minuten Gehstrecke, dann sehe ich wiederum einen moderaten, aber erkennbaren Vorteil wiederum für die intravenöse Eisengabe. Das ist nochmal für unsere Augen so ein bisschen schwierig zu verstehen. Was wichtig ist, das Ganze ist nicht signifikant, der primäre Endpunkt ist nicht erreicht worden, aber aufgrund von einer Aufforderung der FDA war das Signifikanzniveau hier nicht mit 0,05, sondern mit 0,01 festgesetzt worden. Das muss man dabei im Hinterkopf haben, was dazu beiträgt, dass die primären Endpunkte nicht erreicht worden sind. So, wenn man sich das Klassische anschaut, dann sehen die Kurven enttäuschender aus. Ich glaube, das muss man ganz ehrlich so sagen. Und das ist auch von Herrn Menz, der das präsentiert hat, sehr, sehr ehrlich dargestellt worden. Und in der Diskussion ist dann der Begriff, der mir sehr gut gefallen hat, der Regression to the Truth gefallen. Ja, also wir nähern uns jetzt der Ehrlichkeit an. Das ist die 6 Minuten Gehstrecke. Auch hier, wenn man das vergleicht mit dem, Stefan, was du am Anfang gezeigt hattest, vor einer inzwischen guten Stunde, zu den GLP-1-Agonisten, dann ist der Unterschied in der Gehstrecke minimal. Das sieht ganz nett aus, aber die Skala ist halt auf der Ordinate 10 Meter. Das ist ein Unterschied von 4 Metern oder so. Ja. Ob das jetzt relevant ist, darüber darf man streiten. Das Ganze ist dann garniert worden mit einer im European Heart Journal vorveröffentlichten und in einer eigenen Präsentation vorgestellten Meta-Analyse der
größeren Eisenstudien, aber nur, und dann wird es so ein bisschen ulkig, nur zu einem von den beiden Präparaten, nur zum Carboxymaltose. Man hat dann auch noch mitgerechnet die Isomaltose, aber im Prinzip war diese Analyse fokussiert auf Carbomaltose und da hat man gesagt, naja, wenn man das alles zusammenschmeißt, dann sieht das so ganz schön aus und dann wird es signifikant. Dann muss ich auch nochmal kritisch sagen, naja, man hat zwei primäre Endpunkte vordefiniert. Von diesen zwei primären Endpunkten steht einer mit einem P von 0,029 und der andere bei 0,076. Und dann müsste ich ja eigentlich auch als Laienstatistiker sagen, naja, wenn ich zwei Endpunkte mir gleichmaßen anschaue, dann müsste ich ja eigentlich den P-Wert auch von 0,05 reduzieren. Also das ist alles so ein bisschen weniger hoffnungsvoll, glaube ich, als wir das am Beginn der Outcome-Studien zum Eisen gesehen haben. Bei dieser Meta-Analyse, diesen ersten kritischen Einwurf, möge man mir gestatten, hat mich so ein bisschen gestört, dass auch diese Meta-Analyse offenbar sehr kritisch unterstützt worden ist von der Pharmaindustrie, dass Medikamentenstudien unterstützt werden, klar. Aber warum das jetzt bei Meta-Analysen so prominent sein muss, sei dahingestellt. Wir erachten, glaube ich, alle gemeinsam die neuen Herzinsuffizienzleitlinien, die wir heute nicht diskutieren wollen im Detail, das machen wir vielleicht nochmal getrennt, aber sehr, sehr, sagen wir, großzügig gegenüber dem Eisen, eine 1a-Empfehlung, jetzt was die Symptome betrifft, und eine 2a-a-Empfehlung, was die Prognose betrifft. Ich bin ein bisschen enttäuscht, um es zusammenzufassen, und eine letzte Spitze, dann höre ich auf mit den Spitzen, wenn man sich dann anschaut, wie lang das Conflict of Interest Dokument, das diesen Herzinsuffizienz-Guidelines beiliegt, ist, und dann tauchen da bei den Conflicts of Interest 43 Mal Vifor und 19 Mal Pharmakosmos auf, als Hersteller dieser Eisenpräparate. Das waren Mehrfachnennungen zum Teil, aber es hat halt doch ein bisschen ein Geschmäckle. Bin ich zu kritisch? Ganz und gar nicht. Ich finde den Ausdruck Regression to the Truth ganz gut. Es waren ja nicht wenige Patienten in dieser Heart-Fit-Studie. Ich glaube, 7% waren SGLT2. Gibt es dazu vielleicht eine Mini-Subanalyse? Es gab bei den Subgruppenanalysen jetzt nichts, was da in irgendeiner Weise rausgepoppt ist, auch bei der Baseline-Medikation nicht. Was man gesehen hat, und das ist dann vielleicht ein Teil der Erklärung, naja, offenbar, wenn die Transferinsättigung sehr niedrig ist, dann ist der Effekt vielleicht so ein bisschen größer. Aber diese ganzen Subgruppenanalysen, soweit wie ich sie jetzt im Kopf habe, waren nicht wirklich überzeugend gewesen und haben jetzt nicht uns wirklich, in meinen Augen zumindest, dafür eine Erklärung gegeben. Auch in der Meta-Analyse gibt es natürlich Subgruppenanalysen, da sieht man dann dies und das, aber ich glaube nicht, dass uns das wirklich groß weiterhilft. Und sind Studien geplant mit SGLT2, Heart Failure und Eisensupplementation? Weißt du das? Nicht in dieser Kombination, dass ich es wüsste. Ich glaube auch, dass das Studienprogramm jetzt mit einer noch ausstehenden Studie enden wird, weil dann der Patentschutz ausläuft. Und dann wird es wahrscheinlich auch dazu keine großen Studien mehr geben. Ich habe gehört, aber nicht in den USA. Dort geht es erst los. Okay. Das mag dann nochmal das Feld bereichern. Kannst du nochmal einmal sagen, SGLT2, ich habe es nicht genau verstanden. Wie ist der Zusammenhang? Ich habe verboten, dass wir das diskutieren, weil es so kompliziert ist. Also die Frage. Einen Satz runter. Ja, ich mag ja immer Schlagwort. Dafür brauchen wir da diese Abbildung. Im Prinzip sagt der Herr Packer, es gibt zwei Überlegungen. Ja? Die eine Überlegung ist es, wenn ich einen SGLT2-Inhibitor gebe, dann sehe ich, dass es zu einem Rückgang des Ferritins kommt. Ja? Und ist der Grund derjenige, dass jetzt durch die vom SGLT2-Inhibitor ja initiierte Erythropoese es zu einem vermehrten Eisenbedarf kommt? Und dann wäre es jetzt die linke Seite hier. Und dann wäre es ja sinnvoll, dass ich den Menschen Eisen gebe, damit sie jetzt ihr mehr Erythropoese zum Beispiel machen können. Oder ist es möglicherweise so, dass der SGLT2-Inhibitor über seine, ja, wie auch immer, antioxidativen, antiinflammatorischen oder so Effekte dazu führt, dass das Ferritin, was erhöht ist als Ausdruck eines funktionellen Eisenmangels aufgrund von Inflammation und so weiter, sich normalisiert und ich somit praktisch einen vorher Schaden, der da ist, der in dem hohen Ferritin reflektiert wird, nur verbessere. Und dann wiederum wäre es vielleicht nicht gut,
wenn ich dann auf dieses normalisiertere Herz Eisen draufgebe, was ja Herr Adehali hat das ja sehr, sehr kritisch auch diskutiert, auch bei uns mal, durchaus auch mit schädigenden Vorgängen an Kardiomyozyten assoziiert werden kann, zumindest wenn ich es in der Petrischale zusammengebe. Es war mehr als ein Satz. Runtergebrochen, wem geben wir es eigentlich? Wir geben es nicht im stationären Umfeld, weil es zu kostspielig ist. Im ambulanten Setting, Stefan? Naja, also ich mache mit an Affirm-HF, das ist also die Fair-HF2, die letzte laufende Eisenstudie, wo übrigens als Anekdote man tatsächlich jetzt kurzfristig gesagt hat, Inclusion-Kriterium, wenn es geht, auch die Transferinsättigung unter 15%, weil man überall so rausliest, naja, das sind vielleicht die, die profitieren. Würde ja übrigens zu deiner Hypothese hier auch passen, dass wir vor allem das Ferritin ändern mit dem SGLT2-Nehmer, vielleicht ist die T-Sat der bessere Parameter. Ansonsten würde ich es geben den Herzinsuffizienten, die sonst austherapiert sind und symptomatisch sind. Aber so wie wir den Leuten irgendwie Vitamine geben, muss ich fast ehrlich sagen. Ja, gibst du es? Ich meine, ich spreche jetzt von Realität. Ich gebe das. Ich gebe das ab und zu. Ich gebe das, ja, ich gebe das meinen herzkranken Patienten, die mir am Herzen liegen. Das, so blöd das klingt, ich mache das schon. Das sind ja jetzt nicht Hunderte. Ne? Es wird natürlich nicht vergütet und man muss offiziell sagen, das bin ich von Hausärzten mal gefragt worden, das Zeug ist bei uns dafür nicht zugelassen. Das heißt, auf dem Beipackzettel steht Eisenmangelanämie. Wenn die keine Anämie haben, das brauchen sie ja in der Herzinsuffizienz auch nicht, dann ist das formal off-label. Nun ist das so, wenn du das jetzt im Jahr 5-mal machst, kräht da kein Haar nach, unter uns gesagt. Aber das ist ein Off-Label-Gebrauch. Ich sage den Patienten das mündlich, aber das ist ja extrem gut verträglich. Also ich habe da, damit habe ich jetzt kein Problem. Aber ja, die Hausärzte geben es nicht, weil es wird auch, ich meine, das ist Arbeit und so wird nicht vergütet. Aber ich denke, das gilt für viele andere Dinge auch. Man sollte, ich finde, ich mache es schon bei Leuten, die schwer symptomatisch sind unter dem Aspekt Prognose, nicht Prognose, Symptomverbesserung und idealerweise versuchen wir, die in der Studie zu behandeln. Also ich mache es auch, bei manchen wenig, aber ich muss auch sagen, dass ich Eisenstoffwechsel nicht gut verstehe, weil wie viele Menschen kennen wir mit schwerer Herzinsuffizienz, möglicherweise auch mit Anämie, die Ferritin von 3, 4, 5, 600 haben, also wo die Hämato-Onkologen ja sagen, dass das eine Uptake-Störung oder eine Ferritinverwertung ist oder Inflammation. Und das sind gar nicht wenige. Also im akutstationären Bereich sind es gar nicht wenige, wenn man es bestimmt, wo man dann am Ende gar nicht weiß, also beziehungsweise nicht auf die Idee kommen würde, noch Eisen zu supplementieren. Ja, ist bei uns wahrscheinlich einfacher, ne? Weil die Akutsituation im ambulanten Sektor ein bisschen weniger ist. Ja. Aber guter Punkt. Aber darum sollten wir ja eigentlich, das sind sich die meisten einig, ja nur die Transferinsättigung heranziehen, weil Herz- und Niereninsuffiziente haben immer alle diese chronische Inflammation und dann wird eben das Hepzidin reguliert und blockt das Ferropontin und dann ja, gibt es eine Eisenverwertungsstörung. Aber wie gesagt, ich finde die Effektgrößen sind wirklich mau insgesamt, auch in der Meta-Analyse. Also vielleicht noch eine Anekdote, um das abzuschließen. Es gibt nun ja neben der Unverträglichkeit eine ganz klare Nebenwirkung, die eins dieser beiden Eisenpräparate, und zwar das hier getestete, macht, Hypophosphatämie. Das haben die Kollegen Brandenburg und Stöhr in Aachen auch bei Herzinsuffizienten sehr schön aufgezeigt, Insa Emmerich in Homburg, bei Nierengesunden. Hier ist ein Fall einer Hypophosphatämie nur berichtet worden. Klar, natürlich war der Sponsor jetzt nicht wild drauf, dass man 4 Wochen nach der Eisengabe nach dem Phosphat schaut. Das ist nämlich der Moment, wo das passiert. Und da muss man wirklich ins Schmunzeln kommen, dann ist diese Hypophosphatämie als nicht assoziiert mit dem Medikament dann klassifiziert worden. Und dann muss man dieses Berichtwesen dann auch nochmal in Frage stellen, wer entscheidet eigentlich, ob Nebenwirkungen mit der Substanz zusammenhängen. Vierte Studie meinerseits, und das ist letztendlich, glaube ich, die unspektakulärste Studie, die wir vielleicht auch am schnellsten machen können, die Dictate-HF-Studie. Wir hatten in den letzten 18 Monaten ja eine recht rege und auch emotionale Diskussion gehabt, was ist der optimale Kombinationspartner im Bereich der Diuretika, wenn Menschen kardial dekompensiert ins Krankenhaus brauchen. Und wir glauben, wir brauchen neben dem Furosemid oder Torasemid einen zweiten Partner. Herr Mullins hat sehr prominent die ADVOR-Studie vorgestellt zum AZ-Azolamid. Wir hatten Herrn Trullas und Herrn Beck da Silva mit 2 HCT-Studien hier bei uns gehabt im letzten Jahr. Was diesen Substanzen gemeinsam ist, alle erreichen eine ganz nette zusätzliche Dekongestion, eine etwas stärkere
Ausscheidung von Urin in den ersten Tagen, aber eine prognostische Relevanz hat keine dieser Studien gezeigt. Die waren nicht besonders groß gewesen, aber wenn man sich anschaut, was ist mit den Menschen nach 2, 3, 4 Monaten, kommen die wieder ins Krankenhaus, haben die lebensbedrohliche Komplikationen, da war da nie irgendein Vorteil gesehen, weder für das HCT-Add-on noch für das Acetazolamid. Deshalb die Idee, warum mache ich es nicht einfach? Warum nehme ich nicht das prognostisch ja eh relevante Medikament, den SGLT2-Inhibitor dazu, von dem ich ja weiß, dass er langfristig einen Benefit hat und starte den direkt? Jetzt kann man sagen, naja, das hatten wir ja alles schon mal gehabt. Da gibt es zum Beispiel die relativ große Impulse-Studie, die das in den letzten 2 Jahren in mehreren Analysen gezeigt hatte. Der Unterschied ist so ein bisschen, dass Impulse nicht zwingend direkt am ersten Tag der stationären Aufnahme begonnen hat. Da waren so ein paar Tage Puffer dazwischen gewesen. Deshalb kommt jetzt die Dictate-HF-Studie, wo man wirklich gesagt hat, wenn die Menschen ins Krankenhaus kommen, innerhalb von 24 Stunden randomisiert, wenn Hypervolemie, dann Add-on auf das standardisierte IV-Schleifendiuretikum, entweder ein SGLT2-Inhibitor oder eben nicht. GFR musste größer 25 sein. Das ist das Studienschema. Hier nach 2 Tagen sind 24 Stunden Urinsammlungen gemacht worden. Die Gabe, ich sagte es schon, von dem Schleifendiuretikum war standardisiert gewesen. Der Endpunkt, den man sich dann angeschaut hat, war die Frage gewesen, wie ist das Verhältnis des eingesetzten Schleifendiuretikums mit dem Gewichtsverlust. Das heißt, bin ich effektiver durch die Hinzugabe, kann ich mit der gleichen Menge Schleifendiuretikum mehr Volumen ausscheiden. Das war das Ergebnis gewesen. Es hat auf der linken Seite der primäre Endpunkt knapp gerissen worden, zumindest dann, wenn ich das in der vordefinierten adjustierten Analyse mir angeschaut habe. Hätte ich es nicht adjustiert gehabt, dann wäre es gerade mit dem Konfidenzintervall noch auf der richtigen Seite gewesen. Das sind aber, glaube ich, statistische Spielereien. Wenn man sich das anschaut, woran liegt das, wenn man die beiden Faktoren, die ja in diese Ratio reingehen, getrennt anschauen, dann hat sich die Gewichtsabnahme nicht unterschieden. Das erklärt sich aber einfach dadurch, dass es vorgegeben war, abhängig von der Gewichtsabnahme oder Nichtabnahme musste das Schleifendiuretikum entsprechend in seiner Dosis erhöht oder nicht erhöht werden. Wo ein Unterschied gewesen ist, war die Menge Schleifendiuretikum. Die hat aber nicht ausgereicht, um den Quotienten hier positiv zu machen. Was der SGLT2-Inhibitor erreicht hat, ich habe es, glaube ich, noch gar nicht gesagt, es war Dapagliflozin gewesen, was der Name Dictate ja so ein bisschen suggeriert, war, dass wenn ich das umrechne, wie viel Natrium wird ausgeschieden pro Menge Furosemid, dann war das deutlich mehr gewesen, wenn ich Dapagliflozin dazugegeben habe. Das kann man auf der rechten Seite standardisiert dann wiederum sehen, pro 80 Milligramm Furosemid fast doppelt so viel Ausscheidung. Und wenn ich mir dann anschaue, wann sind die Patienten nach Hause gegangen und wann konnten wir aufhören, intravenöse Diuretika zu geben, dann sieht man hier jeweils relativ klare Vorteile, die natürlich auch patientenrelevant sind. Aber auch hier dann wieder in dieser mittelgroßen Studie aus Sicht der SGLT2-Inhibitoren, vielleicht sogar etwas kleineren Studien, dann jetzt nicht ein erkennbarer Vorteil, was die Wiederaufnahme ins Krankenhaus in den nachfolgenden Wochen betrifft. Ganz wichtig, und das war so der zweite Aspekt, weshalb man diese Studie, glaube ich, gemacht hatte, war die Frage, ist es gefährlich, wenn ich direkt in der kardialen Dekompensation damit anfange? Nein, das war definitiv nicht so gewesen. Es gab keine relevante Zunahme von unerwünschten Ereignissen bei dieser sehr raschen Einführung vom Dapagliflozin. Und die definitivere wahrscheinlich Antwort werden wir aus der wesentlich größeren DAPA-ACT-Studie bekommen. Das heißt letztendlich, wir haben 3 oder 4 Möglichkeiten, was wir jetzt machen können, wenn das Schleifendiuretikum nicht ausreicht. Ich glaube, die Fragestellung wird wahrscheinlich in 2, 3, 4, 5 Jahren gar nicht mehr so relevant sein, weil dann ja wahrscheinlich fast alle unserer Patienten, die kommen, den SGLT2-Inhibitor an Bord haben und den führt man halt fort. Das ist meine abschließende Einschätzung dieser Studie. Eine ganz wichtige Studie, wie ich finde, weil in allen Übersichtsarbeiten und in allen Schemata, die Herr Mullins beantwortet, der SGLT2-Inhibitor im proximalen Anteil des Schleifenapparates immer auftaucht. Und er jetzt auch, ich habe es gerade noch mal geguckt, in der Diskussion zu Push-AHF
explizit gesagt hat, dass der SGLT2-Inhibitor dazukommen muss. Push-HF war die Studie, die exakt nach Dictate-AHF kam. Er wusste es also und hat es trotzdem noch ins Feld geführt. Na klar, ist das immer so, dass man sagt, möglicherweise könnte dieses Konzept eine Rolle spielen, aber ich glaube, die Hinzunahme des SGLT2-Inhibitors müssen wir aus diesen schönen, von der Artwork her immer schönen Abbildungen, glaube ich, dann reichen. Naja, er wird wahrscheinlich das Acetazolamid auch mit an Bord haben wollen. Also müsste man das eigentlich auch beweisen, ob das dann vielleicht noch viel besser ist als proximale quasi Superblockade des Tubulusapparats. Und das ist eben ganz wichtig, sowohl in den HCT-Studien als auch in der Artvor-Studie von Herrn Mullens hatten die Patienten sehr wenig SGLT2-Inhibitoren, wenn überhaupt. Was diese Studien vielleicht dann auch in 2, 3 Jahren nicht mehr aktuell machen. Eine wichtige Studie, was erneut eine Sicherheitsstudie ist. Wir können das in der akuten Dekompensation sehr früh sogar geben. Brauchen noch nicht Thema Sick-Day-Rules bei kranken Patienten das weglassen. Übrigens auch super spannende Studie, ich wollte es noch fast zeigen, ist ja diese COVID-Studie, diese Meta-Analyse, ne, die auch unabhängig vom Behandlungseffekt einfach zeigt, selbst bei schwerkranken, lungenkranken Patienten kann man es zusätzlich geben. Also das spricht alles für die Sicherheit. Ich glaube, das ist die Konklusion, die wir ziehen können. Ansonsten verstehe ich das Gemache nicht ganz. Ich meine, jemand, der wirklich mit deutlicher Dekompensation und Überwässerung kommt, braucht viel Diuretikum und Natriurese. So, da macht natürlich die SGLT2 zweimal keinen Rieseneffekt in der Akutsituation, das hat keiner behauptet. Und dann geht es vielleicht um langfristig und diese Frage können die jetzigen Studien eigentlich gar nicht beantworten. Und dafür sind sie schon relativ positiv. Kritikpunkt trotzdem, man sucht natürlich nicht. Weil man muss auch mal statistischen primären Endpunkt definieren. Der ist definiert und der war nicht erfüllt und dann ist echt ein neutrales Spiel. Das ärgert mich auch so ein bisschen. Und dann wird, weil alle Welt erwartet, dass es ganz toll ist, so lange rumgerechnet und präsentiert, bis es eine positive Studie ist. Also, wichtiger Punkt auch noch, dass wir ja mittlerweile auch schon gebetsmühlenartig sagen und auch denken, dass die fehlende Entstauung bei Entlassung prognostisch schlecht ist. Und wir diese ganzen Studien unter der Fragestellung ja machen, wie kriegen wir es hin, dass wir schneller und besser entstauen. Aber wie du gezeigt hast, Gunnar, ist der prognostische Vorteil nach dem Krankenhaus nicht gezeigt, glaube ich. Und das gibt ja noch eine andere Studie, die ich gleich noch zeigen werde. Ich nehme das nicht vorweg. Aber das ist immer so ein bisschen, also klar, auf der einen Seite, wir müssen die Menschen gut rekompensieren. Wir gucken jetzt nicht nur auf Diurese, sondern auf Natriurese, messen Natrium im Spoturin. Na, wir müssen irgendwie auch beweisen, dass der Aufwand lohnt. Ne? Ja, das hat ja Artvor auch nicht bewiesen. Das war ja auch zu kurz. Aber ihr könnt euch erinnern, es gab ja schon eine SGLT2-Hemmer-Studie bei akuter Dekompensation. Das war mit dem Empagliflozin und ich glaube, es war auch im Nature Medicine. Und dem aber auch diese unseligen Win-Ratios benutzt, weswegen, glaube ich, sich keiner mehr erinnern kann, was da wirklich rausgekommen ist. Das war Impuls, ne? Ja, Impuls, genau. Es gibt noch eine weitere, etwas kleinere aus Jena, die auch im letzten Jahr publiziert worden ist, die auch ungefähr in die gleiche Richtung wieder gegangen ist, ne? Also ich glaube, man kann es verwenden, es ist safe, was es langfristig bringt, ja. Und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, ja, was dann hängen bleibt. Es ist safe, wir müssen keine Sorge haben vor Ketoazidose oder ähnlichen Dingen. Und ja, aber formal, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die Artvor-Studie hat bei uns im Land viel Wellen geschlagen, also viele Zentren, auch wir verwenden das jetzt eigentlich schon standardmäßig für die Rekompensation, aber formal wissen wir nicht, wie das jetzt in dieser Kombination, was sich dann abspielt, wenn wir Furosemid, Acetazolamid und SGLT2-Hemmer verwenden, ja. Hat in Deutschland, Florian, korrigiere mich, wie ihr es macht stationär, aber keine sichtbare Rolle bisher gewonnen, das Acetazolamid. Ich frage das jedes Mal. Ich habe einen Assistenten mal beauftragt, mal zu schauen, ob es das gibt. Er hat gesagt, er hat es nicht gefunden, es gibt es nicht. Wir haben das auch mal in der Apotheke nachgefragt. Also unterm Strich, wir haben es nicht bekommen. Gibt es in Österreich? Ja, also wie gesagt, viele Zentren quer durch alle Bundesländer verwenden das mittlerweile. Viele kardiologische Einheiten. Intravenös. Intravenös. Ja. Und das hat wunderbare Resultate gebracht. Ja. Also jetzt klinischer Eindruck. Ja, dann müssen wir das unbedingt mal. Vor allem keine Nebenwirkungen. Also nicht zu vergleichen jetzt mit Thiazin.
Ja, aber wir haben es bislang noch nicht gemacht. Aber es gibt keinen Grund, es nicht zu machen. Aber wenn es das im Süden gibt. Gut, wir kommen zum letzten Teil unseres ESC-Rückblicks, jetzt mit ein wenig mehr invasiver Kardiologie, aber auch zwei wichtigen Studien für kardiovaskuläre Intensivmedizin. Die aus deutscher Sicht vielleicht mit am meisten Spannung erwartete Studie war die ECLS-Schockstudie, Extracorporeal Life Support for Acute Myocardial Infarction Complicated by Cardiogenic Shock. Warum? Weil es natürlich aus der Leipziger Schule der Arbeitsgruppe rund um Professor Thiele kommt, die ja mittlerweile schon in großer Regelmäßigkeit alle paar Jahre sehr, sehr harte Daten publiziert und insbesondere sich ja immer so ein wenig auf die Fahne schreibt, Konzepte, die invasive Konzepte, die etabliert sind, im Rahmen einer randomisierten Studie zu testen. Und wir wissen alle, was mit unseren intraaortalen Ballonpumpen passiert ist seit Publikation der IABP-Schockpumpe. Die sind irgendwann alle in den Keller gewandert. Die Publikation von IABP-Schock, das ist hier eine Übersicht von Holger Thiele aus seiner Präsentation ungefähr im Jahr 2012-13, hat dazu geführt, dass alternative linksventrikuläre Unterstützungssysteme beziehungsweise invasive Kreislaufunterstützungssysteme anderer Art in immer größerer Häufigkeit verwendet wurden. In einem sehr, sehr kritisch kranken Kollektiv. Die Sterblichkeit des kardiogenen Schocks liegt ja ungefähr bei 50% plus, 50 bis 60% plus, aber mit vielen Drawbacks, mit vielen unerwünschten Wirkungen, insbesondere mit Gefäß- und Blutungskomplikationen vergesellschaftet. Und da liegt es natürlich auf der Hand, auch hier zu sagen, dieses Konzept der ECMO, des extrakorporalen Organersatzes, venoarterieller Art, bei Menschen im kardiogenen Schock nach einem akuten Koronarsyndrom einmal auf den Prüfstand zu stellen. Eingeschlossen in deutschen, vorrangig deutschen Zentrum, ein slowenisches Zentrum, deshalb auch nochmal aus deutscher Sicht eine wesentliche Studie, weil wir natürlich, was die Anzahl der Publikationen auch dieses Jahr auf dem ESC wieder die rote Laterne hatten, deshalb aus deutscher Sicht auch eine wichtige Studie. Menschen im kardiogenen Schock. Man hat hier Patientinnen und Patienten eingeschlossen, die richtig krank waren. Also man hat hier schon den Wert draufgelegt, Patienten einzuschließen, die wirklich auch anhand der messbaren Parameter Schockpatienten waren. Also hier mal Inclusion Criteria, ein Laktat von größer gleich 3, was hier gefordert war. Hier nochmal die Baseline-Charakteristika. Im Schnitt 62-63 Jahre alt, meistens Männer. Die meisten hatten ST-Hebungsinfarkte, also mehr ST-MI-ACS als NSTM-ACS. Man sieht hier, Patienten, 77% in beiden Gruppen waren vor Randomisierung auch schon einmal reanimiert worden. Die Reanimationsdauer kleiner 45 Minuten war erlaubt. Die Pumpfunktion war hochgradig eingeschränkt und man sieht nochmal hier Laktat von größer 6 und die Sky-Klassifikation, ja, die Schwere der Schockstadien klassifiziert, ging los bei Sky C bis hoch zu Sky E. Also wirklich ein sehr, sehr kritisch krankes Patientengut. Patienten wurden randomisiert, entweder in einen konventionellen Arm, wo nur eine Revaskularisierung durchgeführt worden war, und in einen Arm, wo nach Möglichkeit laut Studienprotokoll vor der Corona-Intervention eine ECMO implantiert werden sollte. Das ist der primäre Endpunkt, der harte Endpunkt. Die Frage, wer lebt nach Entlassung nach 30 Tagen noch? Man kann hier unschwer erkennen, dass die Studie sehr neutral ist. Regression to the truth unter Umständen. Ich finde das einen sehr passenden Begriff. Also eine neutrale Studie.
die natürlich viele Fragen aufwirft. In erster Linie gibt es wahrscheinlich, gibt es nicht viele Kolleginnen und Kollegen, die gedacht haben, dass das mit fliegenden Fahnen eine positive Studie wird, weil es ein sehr, sehr heterogenes Kollektiv ist. Das wissen wir. Menschen mit kardiogenen Schock gibt es im Wesentlichen drei verschiedene Gruppen. Sehr, sehr heterogen. Das heißt, möglicherweise war dieses Ergebnis zu erwarten gewesen. Hier nochmal sekundäre Eckpunkte, nochmal Laktat, renale Funktion, Subscore. Und man sieht hier unschwer, dass beide Gruppen sich zu keinem Timepoint der Analyse hier unterschieden haben. Die Sicherheit bzw. das Auftreten unerwünschter Wirkungen bei Implantationen großlumiger Kanülen ist eine wesentliche Frage. Und was sich in der Studie gezeigt hat, die andere Seite der Medaille sozusagen, dass die Implantation des ECLS mit einer hohen Rate an Blutungen anhand der Bark-Klassifikation stratifiziert einhergeht und dass auch periphere vaskuläre Komplikationen hochsignifikant mehr auftraten nach Anwendung eines ECMO-Systems oder ECLS-Systems. Also unterm Strich neutrale Studie, natürlich in ganz vielen Foren diskutiert von allen Seiten, von Seiten der wirklich Pro-Befürworter, der relativ offensiven Befürworter eines frühzeitigen ECMO-Einsatzes bis hin zu sehr, sehr defensiven Diskutanten. Für mich liegt die Wahrheit relativ in der Mitte und was ich mitnehme, ist, dass es in erster Linie sicherlich Patienten gibt, die von der ECMO profitieren, dass aber der flächendeckende und immer regelmäßige Einsatz dieses Systems sehr, sehr kritisch beleuchtet werden sollte und sich man das im Endeffekt immer kritisch fragen sollte, ob man die Patienten damit versorgt. Super, danke Florian. Das heißt, geht es in Richtung Aortenballonpumpe ab in den Keller, weil die Nebenwirkungen sind ja nicht ohne und Benefit gibt es keinen. Oder muss man anders selektieren als vielleicht in der Studie? Das ist eine wichtige Frage, insbesondere wenn man die Geschichte des anderen Devices, der IAWP, kennt. Also ich für meinen Teil glaube, also ich habe das mit verschiedenen Kollegen auch gefragt, was machen wir jetzt anders, wenn wir am Dienstag wieder in die Klinik kommen. Da hat niemand eine gute Antwort. Es gibt Patienten, die sicherlich profitieren und das hat auch zum Beispiel Professor Bill Olavik aus Prag sehr, sehr fast schon manipulativ gezeigt an verschiedenen Filmen, dass es ganz eine Kohorte von Patienten gibt, die profitiert von einem System, die man aber gut selektionieren muss. Also auf deine Frage direkte Antwort, nein, ich glaube nicht, dass das ECLS-System, dass die ECMO in den Keller geht. Dazu ist sie zu breit implementiert. Jetzt natürlich die Frage aus nephrologischer Sicht sicher, warum nicht? Da habe ich keine gute Antwort. Ich glaube, wir sind schon an diesem System bei vielen Patienten, auch bei sehr kritisch kranken, also unterlaufender Reanimation, mit sehr ganz hoher Mortalität, aber beim einen oder anderen Patienten, den man dann doch rettet mit so einem System. Ist ja, wie du gesagt hast, ne? Es gibt eben diese Patienten, wo man irgendwas machen will, weil sie sonst versterben, schlicht und ergreifend. Ich finde gut, dass man es das jetzt nicht machen muss. Wir haben das immer gemacht, wenn es positiv gewesen wäre. Bei jeder, der einen Druck von 90, einen Laktat von 3,1 hat, bevor man den Fakt erstmal eine ECMO oder nach der PCI eine ECMO. Das war ja hier beides möglich, ne, glaube ich. Musste nicht unbedingt vor der Intervention sein, eine ECMO einbauen müssen. Von daher gibt es, erlaubt es weiterhin Freiheit, was ja gut ist, verbietet es ja nicht unbedingt. Aber es ist schwierig. Es gibt keine Single-Patient-Analysis. Ne? Manchmal gibt es, ist ja nicht üblich in diesen Publikationen. Manchmal gibt es ja so Plots, wo man dann sieht, wo in welche Richtung jeder einzelne Patient läuft. Das wäre witzig gewesen, wenn man mal gesehen hätte, und so wird es ja sein, dass einige Patienten durchaus profitieren. Hat man da bei der Studie eine Competing Risk Analyse gemacht, weil so viele Patienten sterben, dass man die rausgenommen hat? Also ich habe das in der Originalpublikation nicht
gelesen. Ich weiß auch nicht, ob es ist jetzt ja parallel noch eine Meta-Analyse erschienen. Ich hab's nicht gesehen, will aber auch Ja, nicht sagen, dass es die nicht gibt. die sind ja sehr schwierig, diese Competing Risk Analysen. Gibt es ja mehrere Modelle dafür. Ja, aber wie gesagt, also allein auf diesem Slide, ich meine, fast viermal so viel ist chemisch-vaskuläre Komplikationen. Das ist schon eine ordentliche Nummer. Also. Ich finde, da kommt auch dann so eine ethische Frage irgendwo. Und ich war so ein bisschen überrascht. Ich habe davon ja nun wirklich gar keine Ahnung. Aber habe das ja auch so ein bisschen verfolgt. Habe insbesondere in dieser Cardiologic Hour, die das Jack hier immer im direkten Anschluss nach dem Kongress macht, da waren sind die Vorträge noch alle gar nicht fertig. Da sitzt man schon zusammen. Aber gut. Und da kam dann die Meinung von sowohl von einer Diskutantin, ich weiß nicht mehr, wer es war, die dann gesagt hat, if a patient is dying, I will be using the support. Und selbst Herr Faster hat dann gesagt, if the patient looks, you are losing him or her, at least you don't have anything to lose. Das ist einerseits richtig vielleicht, aber ist das nicht dann Nee, auch das ist manchmal falsch. Fatsches? Genau, ich wollte den Bogen jetzt ohne Da merkst du, das. dass das keine Menschen sind, die kardiogene Schocks behandeln, denn dann, zu beide Aussagen, dann ist es zu spät. Ja. Es gibt Patienten, ich muss nochmal Herrn Belulawik aus Prag zitieren, der ja die großen Studien gemacht hat zu ePCR, der sagt, es gibt drei Kollektive und unter anderem eins, da kannst du machen, was du willst, die sterben. Dann gibt es Menschen, denen hilfst du erstmal, die sterben an was anderem und dann gibt es eine Kohorte, für die Devices gut sind. Und meine Erfahrung ist, das ist ja auch so ein bisschen der Trend mit dem Impeller-System, aber möglicherweise werden wir durch die Danger-Shock-Studie, die auch ja hoffentlich bald publiziert wird, auch da eines Besseren belehrt, dass wir früh reingehen, was immer schwierig ist, weil man ja eher defensiv ist oft und dann natürlich früh invasiv reinzugehen, dann auch unter anderem schwierig ist. Aber dieses, wenn der jetzt stirbt, dann mache ich das, kein gutes Konzept. Man muss vorher, man muss den vorher einen Timeslot erreichen. Ist ja auch, und deshalb habe ich da auch so Bauchschmerzen mit, für die Angehörigen eine extreme Belastung, vielleicht auch für den Patienten selbst, wer weiß das schon. Und ist mit Komplikationen dann nochmal behaftet, die das Abschied nehmen, für die Angehörigen ja nochmal wirklich schwieriger. Aber jetzt haben wir diese Studie hat ein eindeutiges Ergebnis. Und jetzt wieder auf beiden Seiten sich dann die Gruppen abzuschneiden und zu sagen, naja, da könnte es und da könnte es und so weiter, überrascht mich zumindest etwas. Ist sicherlich aber auch nochmal ein Argument zu sagen, ich meine, seit Corona, jeder Mensch, es stand in der Bild-Zeitung, was ECMO ist, jeder Mensch kennt das, aber dieses Sicherheitsergebnis, dass es eben nicht egal ist und man das nicht in jedem Krankenhaus machen sollte, nicht zu jeder Uhrzeit, wer weiß, wie viel Man- und Frau-Power das bindet, das ist hochaufwendig, das ist hochinvasiv, das gehört wirklich in geübte Hände. Und eben das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiges Signal, wie du sagst, dass es eine ethische Frage ist, wem setze ich überhaupt so einer Therapie aus, ne? Jetzt muss ich doch nochmal sagen, das ist ja alles schön gut. Und also der wichtige Punkt ist nur, wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Aber peripheral ischemic vascular complication requiring surgical intervention, das ist völlig egal, wenn du da ein Leben rettest. Ich meine, dann musst du halt da nochmal ein Bypass oder die Femoralis übernähmen oder das sind ja solche Ja, Fälle. aber wir Und ich will wissen, dass damit jetzt auch nicht sobald so das. reden nach dem Motto, dann blute ich halt, dann brauche ich 10 Beutel Blut. Wenn ich damit überlebe, ist das ja völlig egal. Das ist schon, also dass wir immer bei diesen Studien bei NOAC diskutieren, glauben wir, Flachanfall versus Magenblutung, darf man das auf eine Welle stellen? Das finde ich schon schwierig. Also Flachanfälle waren es hier nicht wirklich mehr. Ne? Also das finde ich, dass die Rate geht tatsächlich, wundert mich. Das ist nämlich auch so eine klassische Komplikation. Aber diese peripheren Komplikationen und Blutungen, an denen man nicht stirbt, meistens nicht stimmt. Ist ja im Vergleich zur Mortalität jetzt eigentlich kein Issue. Wir wissen es nicht vom Schlaganfall. Es ist 0,5 bis 3,7. Also wenn ich mit einem Bein weniger und hemiparetisch aufwache, sage ich danke dazu. Ja, also, Wir aber wissen vielleicht nur, vielleicht einen Punkt dazu noch, wenn man die Beine abmacht, ist die Mortalität extrem gesteigert. Und ja. meine Erfahrung ist, das ist natürlich je älter und je kränker ein Patient, wenn das Bein abgeht, ist der Rest meist auch nicht Und die gut. waren echt vorsichtig. Die Mehrheit der Bahn hatte eine antegrade Kannulierung, glaube ich. Ne? Du Ja, hast es nicht gesagt, aber es die ist haben schon das schon 30. sehr gut drauf Was ja sehr aufgepasst, das Bein professionell ist. durchblutet, ne? Und beim 50-Jährigen, der möglicherweise ein Bein verliert, ist ganz klar, da völlig egal.
Aber in der Regel sind das ja die Menschen, die schwer vaskulär erkrankt sind, wo dann die Beckenstrombahn schon vorerkrankt ist, weil dann wird durch die Kanüle die antegrade Perfusion gedrosselt. Das ist alles natürlich spielt eine Rolle, ne? Vielleicht, Gunnar, das erinnert uns an die Pexivas-Studie. Würdest du jetzt lungenblutende Vaskulitis-Patienten nicht Plasma separieren? Und die Studie hat das ja offen Ich würde lassen. wahrscheinlich Andreas Kronbichler anrufen und fragen, was ich mache in dem Fall. Aber hier nochmal, das ist natürlich alles richtig zu sagen, naja gut, wenn ich damit Leben rette, aber ich rette ja kein Leben damit. Das ist ja, und jetzt hat man diese eine große Studie, die wird es ja nicht wieder geben. Und jeder überlegt sich jetzt, ich überspitze es bewusst, aber wie kann ich das Ganze jetzt retten, dass ich weiter meine Patienten damit versorge? Noch eine provokante Frage, und jetzt will ich eine Frage, wie viele ECMO-Zentren brauchen wir in Deutschland? Ich habe den Eindruck, dass wir das deutlich häufiger machen als wahrscheinlich alle europäischen Nachbarländer, euch eingeschlossen, Markus. Unikliniken-Maximalversorger, wäre das so eine sinnvolle Lösung? Vielleicht im ganz ländlichen Raum dann nochmal ein Zentrum, was so weit weg ist? Oder auch jeder Regelversorger, das ist wahrscheinlich viel zu viel. Wie ist da eure Meinung? Wichtige Frage. Derjenige sollte es machen können und vielleicht machen dürfen. Also wir haben zu viele, aber der 24/7, zwei invasive Kardiologen, zwei Anästhesisten und mindestens ein Team von fünf Schwestern in ein Katheterlabor stellen kann. Und wenn Ja. man sieht, wie hochvolumige Zentren, beispielsweise Berliner Charité, das kann man sich alles angucken auf Filmen, die haben ganz, ganz kurze Kanälierungszeiten. Da sind mindestens 10 Menschen im Raum, die sich darum kümmern, dass das so schnell geht. Und bei uns am Zentrum, wir sind so, das kommunizieren wir auch nach außen, dass wir zur Tageszeit auch eCPR anbieten, streng selektioniert, aber dass wir auch den Dienst haben, ganz klar sagen und auch den Wind aus den Segeln nehmen, um auch Sicherheit zu verschaffen. Also wenn es nachts um 2 ist und das ist schwierig und es sind noch 3 andere Notfälle da, dann machen wir es auch nicht, weil. Und das vielleicht nochmal, also man kann, glaube ich, die Frage, also Frage A zu deiner Frage, wir haben zu viele, wie viele, ist natürlich, obliegt mir jetzt nicht so richtig zu kalkulieren, aber jeder, der darüber nachdenkt und der wirklich mal solide darüber nachdenkt, ob er es an seinem Krankenhaus machen sollte, der wird relativ schnell für sich eine Antwort finden. In meiner Erfahrung nach brauchst du ja, abgesehen von diesem High-Skill-Team, brauchst du ja verschachtelt noch ein Hinterland. Also ich war immer froh, dass es eine Gefäßchirurgie gegeben hat. Die Anästhesie ist auch dabei an Bord ist. Wir haben dann ja oft zusammengearbeitet, ja, auch simultan. Wir uns dann geholfen hat, auch bei der Kanüle der Gefäßchirurg zum Beispiel, wenn es nicht weitergegangen ist, ja. Oder ein interventioneller Radiologe oder was immer. Also das ist braucht schon eine große Mannschaft, ja. Gut, ich mache weiter mit der nächsten Studie, Arrest Trial. Hier ging es darum, zu untersuchen, ob man Menschen nach außerklinischem Herz-Kreislauf-Stillstand an spezifisch ausgestattete sogenannte Arrest Center bringen soll und dafür auch gegebenenfalls längere Transportzeiten in Kauf nimmt oder ob man das nächstgelegene Krankenhaus wählt. Das Ganze fand in London statt, also in einem sehr, sehr dicht besiedelten Bereich. Nochmal Cardiac Arrest Center definiert als primär als Zentrum mit einem Katheterlabor und komplett ausgestatteter Intensivmedizin und neurologischer Expertise versus Notaufnahme und Intensivmedizin ohne Katheterlabor. Das Ganze war eine Studie, die erwachsene Patienten nach erfolgreicher Wiederbelebung einschloss. Und es war eine sehr einfache und pragmatische Studie, da es dem Notfallteam, und das sind in London ja ausschließlich Paramedics, keine Ärzte, oblag zu entscheiden, handelt es sich um ein kardiales Geschehen und um einen ST-Hebungsinfarkt, war ein Ausschlusskriterium, oder liegt eine andere Genese vor? Also man hat hier wirklich das relativ hoch spezifizierte Paramedic-System in diese Studie eingebunden.
Für uns in Deutschland eine ganz, ganz relevante Frage, eine ganz, ganz wichtige Studie. Warum? Weil wir seit 5 Jahren durch das German Resuscitation Council, natürlich als Subcluster des European Resuscitation Council, Zertifizierungen durchführen und mittlerweile viele, weit, weit über 100 Zentren zertifiziert sind als Cardiac Arrest Center. Jeder, der sich zertifiziert, weiß, was das bedeutet, wie viel Aufwand das ist und wie viel Geld es letztlich auch kostet, das eigene Zentrum zu zertifizieren. Warum glaubte man bislang, Arrestzentren sind sinnvoll? Das denkt man aufgrund verschiedener Meta-Analysen und großer Register. Es gibt bislang keine wirklich guten Head-to-Head-Studien. Das heißt, auf der einen Seite bislang nicht ganz so gute Belege, aber wir haben in Deutschland viel vorweggenommen und uns sehr, sehr spezialisiert schon um Zertifizierung gekümmert. Deshalb aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Frage. Ganz kurz, das war im Grunde das typische Patientenkollektiv. Zwei wesentliche Punkte. In London wird bei Out-of-Hospital Cardiac Arrest bei 70%, also die Laienreanimationsquote liegt bei 70%. Das ist wahnsinnig hoch, viel höher als in Deutschland. Und ein zweiter Punkt, es gab über 50% schockbare Rippen. Ja, das heißt, hohe Laienreanimationsquote und ein hoher Prozentsatz schockbare Rhythmen. Kardiale Ursache in 63%, etwa 60% in beiden Gruppen. Koronare Ursache etwas mehr als ein Drittel. Das ist der primäre Endpunkt. Auch wieder hier, ähnlich wie bei ECLS Shock, 30 Tage All-Cause Mortality. Und ich glaube, neutraler kann man zwei Linien nicht übereinander legen als hier bei diesem Ergebnis. Es war ganz vielleicht um eine anekdotische, ganz, ganz pragmatisch britische Studie. Frau Patterson ist eine sehr, sehr britisch wirkende Dame, die das Ganze sehr, sehr unbewegt und mit typischer britischer Miene präsentiert hat. Da bekam man so ein bisschen Gänsehaut schon. Aber ich muss sagen, als sie dieses Ergebnis zeigt, da habe ich wirklich durchatmen müssen und natürlich mir viele Fragen gestellt. Auch hier wieder intensivmedizinisches Kollektiv, auch hier wieder sehr, sehr große Debatten, woran das liegt. Auch wieder so eine Studie, wo wir jetzt da stehen und sagen, ja, drehen wir das Rad zurück, wie machen wir es jetzt? Kritikpunkte beziehungsweise Punkte, die aufgekommen sind. Die Frage ist London und Greater London, dieser ganz dicht besiedelte Flecken, repräsentativ? Sind die ohnehin zu gut, wenn 70% Laienreanimationsquote ist und jemand, der Kammerflimmern hat, laienreanimiert und früh defibrilliert wird, braucht der überhaupt noch ein Cardiac Arrest Center? Wie sieht es in unserem Breiten, im Saarland beispielsweise aus, mit einer sehr, sehr niedrigeren viel niedrigeren Laienreanimationsquote? Also das sind so Fragen und insbesondere die Versorgungsrealität in London spielt meiner Meinung nach möglicherweise eine Rolle und führt dazu unterm Strich, dass es einfach vielleicht egal ist, wie man die Patienten weiter versorgt. Es waren nur 7 Minuten Unterschied, wenn ich es richtig im Kopf habe, von der Fahrtzeit. Das ist ja auch ein ganz entscheidender Faktor, denke ich. Wenn natürlich im ländlichen Raum die Fahrzeit viel länger wird, wird das Ergebnis ja nicht besser werden. Und man kann es ja auch umdrehen. Selbst wenn ich so eine hohe Laienreanimation habe, selbst wenn ich so viel shockable Rhythms habe, habe ich trotzdem eine Mortalität nach einem Monat von weit über 55%. Ernüchternd, oder? Ernüchternd. Also die Mortalität ist hoch, das wissen wir natürlich, klar. Aber dass es gar keinen Effekt bringt. Meiner Meinung nach, das Katheterlabor ist ja die eine Seite der Medaille, aber was ganz wichtig ist, die Postreanimationsbehandlung, Postreanimationssyndrom,
Das spielt aus meiner Sicht, wir versorgen viele dieser Patienten, entscheidende Rolle. Das heißt, Temperaturmanagement, Fiebervermeidung. Wir wissen, dass ein wesentlicher Faktor die Prognosestellung ist. Ein großer Prozentsatz der Mortalität beruht darauf, dass der Behandler die Prognose falsch einschätzt und die Behandlung terminiert. Führen die Guidelines ja als einen ganz wesentlichen Punkt. Das heißt, Expertise, neurologische Prognostizierung, Expertise, ganz, ganz wichtig. Das ist aus meiner Sicht in vielen Fällen viel wichtiger als das Katheterlabor, weil wir haben unsere Kohorte auch mal untersucht. Also es kommt auch nichts raus. Wir haben Voreinführung, Nacheinführung verglichen, da kommt nichts raus. Und wir haben auch nur aufgrund der aktuellen Daten, ja, wir sind ja immer zum Beispiel immer defensiver, wenn es darum geht, sollen wir jetzt eine Katheteruntersuchung durchführen. Ne? Wir haben ja wirklich nur noch ein kleines Kollektiv, was wir kathetern. Katheterlabor spielt gar nicht die oberste Rolle, muss man sagen, wenn die ST-Hebungsinfarkte hier raus sind. Ne? Das ist ja schon ernüchternd, wie wir jetzt immer wieder sehen. Also auch kleinere Sachen. Alles, was intensiv, also ich überspitze es jetzt mal, alles, was Intensivmedizin ist, alles, was Schock ist, sei es Katheterbehandlung von non-culprit Lesions, sei es Kühlen, wir wissen mittlerweile mal nicht mehr kühlen, sondern nur noch vermeiden von Fieber, immerhin. Wir haben jetzt gesehen, extrakorporale Systeme. Katecholamine sind sowieso Prognosen verschlechtern. Es gibt Daten zu Paracetamol bei Fieber, es bringt nichts. Es gibt so viele Sachen, das alles nichts. Was ist da? Kannst du es rausdestillieren? Was bringt überhaupt irgendwas? Oder sind wir da, wo wir mit der Medizin in manchen Dingen im Mittelalter waren? Das ist schrecklich eigentlich, ne? Für alle, die sich damit beschäftigen. Ja, also mit Hinblick auf die Laienreanimation ist, also im Hinblick auf die Reanimation ist Laienreanimation, spielt eine ganz wichtige Rolle. Für die anderen Kollektive ist meiner Meinung nach die ex-ante Prognose ganz wichtig. Also die Frage, wie schaffe ich es am besten wirklich zu selektionieren? Das ist ganz, ganz schwierig. Also da spielen ja ganz viele Sachen eine Rolle. Frailty ist ein großes Prognosestichwort mittlerweile. Es gibt keine guten, also auf die konkrete Frage, was bringt überhaupt was? Die Katheterintervention beim Hebungsinfarkt bringt was, das wissen wir alle. Aber invasive und teure Systeme bringen im Einzelfall. Dann Nachmittag die Woche nicht ins Katheterlabor, sondern in die Schulen ein bisschen Laienreanimation. Das ist wichtig, das ist sicherlich wichtig, so wie die in Skandinavien, die Kolleginnen und Kollegen das ja geschafft haben. Laienreanimation, das sehen wir auch bei uns am Zentrum, spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Das ist eine schwierige Frage, die man, denke ich, nicht einfach klären kann. Aber ihr seht doch, selbst mit viel Laienreanimation hier sind 2/3 der Patienten nach einem guten Monat nicht mehr am Leben. Und die Frage ist ja, Stefan, man kann es umdrehen, ist das mittelalterlich oder umgekehrt, sind wir insgesamt so gut, dass es schwierig ist, noch was obendrauf zu setzen, was es noch weiter verbessert. Weil ich glaube, es ist immer noch besser, 2023 mit einem kardiogenen Schock ins Krankenhaus zu kommen, als 1473. Keine Frage. Gut, wir machen weiter. Budapest CRT Upgrade. Eine Studie, die ein ganz auch wieder wesentliches Problem aus unserer Klinik versucht zu klären. Nämlich das Problem, dass Menschen, die einen Schrittmacher haben und die einhergehend eine Herzinsuffizienz oder schwere Herzinsuffizienz haben und die einen relevanten Stimulationsanteil haben, oftmals sehr viel schlechter werden, was die Prognose der Herzinsuffizienz angeht. Unter anderem auch, weil die Pumpfunktion durch eine dauerhafte oder überwiegende rechtsventrikuläre Stimulation mit einem konventionellen Schrittmachersystem, das heißt primär rechtsventrikuläre Sonde, in vielen Fällen schlechter wird. Die Empfehlungen, Menschen mit schwerer Herzinsuffizienz und bereits einliegendem Ein- oder Zweikammersystem abzugraden auf ein CRT-System, das heißt auf eine zusätzliche über den Koronarsinus ins linke Herz eingebrachte Sonde, sind bislang nicht einheitlich. Es gibt verschiedene kleinere Studien und, wenn ich es richtig weiß, eine Klasse 2 Empfehlung, das zu tun.
Dementsprechend hat die Budapest CRT-Upgrade-Studie zwei Studienarme untersucht. Das waren alles Menschen mit HFrEF, die bereits mit einem ICD oder Schrittmacher versorgt waren, die größer 20% stimuliert wurden durch diese Systeme und wo der gepacete QRS-Komplex relativ breit war. Zwei Arme, eine Gruppe direkt abgegradet, das heißt eine weitere Sonde in den Koronarsinus, CRT auf ein CRT-D-System abgegradet. Die andere Gruppe, da hat man entweder gar nichts gemacht oder bei den meisten Patienten eine linksventrikuläre Sonde gelegt, diese aber nicht aktiviert. Endpunkt, Hospitalisation, Sterblichkeit, All-Cause Mortality und dann muss man sagen, einen echokardiografischen Endpunkt, nämlich linksventrikuläre endsystolische Volumina und Ejektionsfraktion. Krankes Kollektiv, 70 Jahre im Schnitt, meistens Männer, sehr viele Patienten mit vorangegangenen Hospitalisationen, hochgradig eingeschränkte Pumpfunktion, also ein durchaus Kollektiv, was unsere Wirklichkeit abbildet. Der primäre Endpunkt, das konnte gezeigt werden, ist durch dieses Upgrade auf ein CRT-System im sechsmonatigen und auch im zwölfmonatigen Follow-up relevant reduziert worden. Darüber hinaus, ganz interessant natürlich auch, zeigte sich eine relevante Verbesserung, was die Pumpfunktion, die EF oder endsystolisch oder enddiastolische Volumina angeht. Das ist natürlich immer nur echokardiografische Parameter, natürlich, die nicht unbedingt immer einhergehen mit der Prognose, aber aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Finding, weil natürlich klar, der Mechanismus des rechtsventrikulären Pacings ist eine Einschränkung der Pumpfunktion, konnte hier sehr gut gezeigt werden. Im European Heart Journal veröffentlicht, weniger hochkarätig sicherlich als andere Studien. Argument sei hier gewesen, dass das Ganze nicht verblindet war. Allerdings gab es zahlreiche andere Untersuchungen hier auf dem Kongress, wo auch keine Verblindung stattgefunden hat. Aus meiner Sicht nicht unbedingt, es tut der Sache keinen Abbruch, aber ich finde das vielleicht so ein bisschen das Licht unterm Scheffel, weil es eine ganz, ganz wichtige und relevante Frage für den klinischen Alltag ist, die diese Studie eigentlich gut geklärt hat. Das ist total spannend. Ich war auch total begeistert, als ich das gesehen habe live. Und dann, genau, da kommen die Kritikpunkte und die nur hohe und nicht extrem hohe Komplikationen. Trotzdem, so ein paar Sachen verwundern. Also 50%, glaube ich, ischämische Genese. Das heißt, wenn man so den klassischen Spruch noch kennt, that meat won't beat, wenn nicht die ganze Hinterwand oder auch die ganze Vorderwand ischämisch oder akinetisch ist, dann kann ich da noch so viel Sonden drauf pappen. Das hilft nicht, denken wir, dachten wir. Und viel Vorhofflimmern, da hat man auch mal gesagt, na, bei Vorhofflimmern, wo ich die AV-Synchronisation nicht so richtig hinkriege, ist der Effekt auch geringer. Das gibt es ja, diese Aussagen. Umso erstaunlicher eigentlich. Ich glaube, die Echokriterien sind schwierig, weil ich glaube, dass das kein Call-Up war, aber die klinischen Endpunkte sind natürlich schon stark. Ja, das glaube ich auch mit dem Vorhofflimmern ganz interessant. Das hat man, das wurde auch so diskutiert von Frau Linde in der Discussion, dass man auch so, bislang haben wir das immer gedacht, ne? Oder möglicherweise die wirklichen Spezialisten, die sich damit auskennen, wissen schon lange, dass das möglicherweise funktioniert. Aber das ist vielleicht auch so ein Punkt, den man damit aus der Welt schaffen kann, ne? Und mit der Ischämie, das ist natürlich richtig. Wenn die EF25 ist, scheinen die jetzt nicht alle ganz perfekt revaskularisierbar zu sein, ne? Oder Insofern, man darf es nicht durcheinander schmeißen. Das sind ja jetzt Patienten, die einen Schrittmacher hatten oder brauchten. Also ich glaube, die Indikation zum CRT bei einer EF von 25 und großer Narbe ist dadurch jetzt nicht klarer, sondern es geht ja darum, dass man Patienten, die viel Pacing hatten, und 88% ist schon klar. Ne? Also das ist ja diesen viel rechtsventrikulären Pace, wo wir immer vorsichtiger werden, selbst beim jungen Gesunden, gab es doch Blockstudie letztes Jahr, wo man schon sagt, Mensch, da gibt es einen relevanten Anteil, der sich verschlechtert, ohne primär so eine schwere Kardiomyopathie zu haben, einfach nur dadurch zu entwickeln. Aber ich glaube, da sollte man vorsichtig sein, wenn man den schweren Herzinsuffizienten, wenn der Schrittmacher braucht, dann
eigentlich idealerweise drei Sonden und nicht Zentrum hier in der Region machen das teilweise ja auch so. Ja. Also es ist in der Tat, in der Realität wird das schon oft so praktiziert, bislang ohne gute Evidenz und jetzt haben wir, glaube ich, bessere Daten, um das zu machen. Gut, zwei Punkte habe ich noch, die können wir vielleicht, nee, es gibt noch drei. Wir müssen noch einmal über Natrium im Urin sprechen, PUSH-AHF, eine niederländische Studie aus Groningen. Pragmatische Fragestellung wieder, also das Wort pragmatisch tritt ja ein bisschen inflationär auf. Ich hatte immer das Gefühl, jeder beschreibt seinen Trial als Pragmatic Trial. Diese Kolleginnen haben es aber erklärt. Die haben gesagt, was heißt Pragmatic? Pragmatic heißt, wenn ich die Studie anhand meines Krankenhausinformationssystems machen kann. Das heißt, wenn ich es mit Real Life, mit Routinedaten mache. Was natürlich das Ganze etwas vereinfacht und was natürlich wirklich zeigt, dass es sich um wirklich in der Routineversorgung behandelte Patienten, dass es dabei um Routinepatienten geht. Es geht um akut herzinsuffiziente Patienten, die über die Notaufnahme aufgenommen werden und ähnlich wie in der vorausgegangenen Studie Dictate HF die Frage, wie schaffe ich möglichst eine rasche Rekompensation beziehungsweise wie kann ich eine möglichst hohe Natriurese erreichen. Hintergrund, Gunnar, du hast das eben schon gesagt, ist immer die Frage, möglichst hohe Natriurese und möglichst rasch könnte bedeuten, dass der Patient nicht so lange im Krankenhaus bleiben muss und möglicherweise auch nicht so schnell wiederkommen muss. Zwei Studienarme, die eine Diuretika behandelt wie immer, und bei der anderen Gruppe hat man sich sehr intensiv das Natrium im Spot-Urin angeschaut und sobald die Natriurese unter einem Cut-Off-Wert von 70 Millidiuretika hinzugenommen und möglicherweise Hydrochlorothiazid oder Acetazolamid oder ein SGLT2-Inhibitor ergänzt. Etwas auffällig sind die Baseline-Charakteristika. Da ist es so, dass das weibliche Geschlecht unterrepräsentiert ist. Wir wissen von Studien zur akuten Herzinsuffizienz, dass das bei weitem mehr Frauen sind. Das zeigen eigentlich alle klinischen Studien und Studienkohorten, die wir kennen. Und das Zweite ist, dass in dieser Studie es überwiegend HFrEF-Patienten sind. Und das wissen wir, dass das eigentlich auch nicht die Realität ist. Die meisten Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden, sind HFpEF-Patienten. Sind Frauen, sind mehr weiblich und die meisten sind HFpEF. Hier war es, warum auch immer, anders, aber die waren schon krank. 4000er BNP-Werte, EGFR eigentlich noch für LVEF 35 relativ gut erhalten. Die waren auch relativ gut behandelt. Und jetzt ist der primäre Endpunkt die Natriurese innerhalb von 24 Stunden. Und jetzt kann man sich überlegen, dass bei einer Studie, wo man sich auf Natriurese fokussiert, die Gruppe, wo man sich auf Natriurese fokussiert, mehr Natriurese hat. Und das konnte auch hier relativ deutlich gezeigt werden. Der sekundäre Endpunkt beinhaltete klinische Parameter, 180-Tages-Mortalität und Rehospitalisierung. Hier zeigte sich kein signifikanter Effekt. Gab es verschiedene andere sekundäre Endpunkte, Natriurese, die war besser, Diurese war auch besser. Kein Effekt, und das ist meiner Meinung nach die Hauptfrage, oder die man dieser Studie stellen muss, ähnlich wie du es eben auch schon mal gezeigt hattest, gab es überhaupt keine Effekte auf die Dauer der Hospitalisierung, keinen Effekt auf die Rehospitalisierung und auf andere Parameter auch nicht. Sodass man sich unterm Strich hier die Frage stellt, warum ist es jetzt sinnvoll, sich auf die Natriurese zu fokussieren? Also das bleibt meiner Meinung nach diese
Untersuchung schuldig. Du hast uns jetzt zurückgeholt, uns Nephrologen, nach dem doch etwas für uns sehr schwierigen Part mit den Schrittmachern. Ich habe das genauso gesehen, genau wie du gesagt hast. Wenn ich eine Studie mache, wo ich mehr Diuretikum gebe, wenn mir die Natriumausscheidung nicht ausreicht, naja, dass ich dann mehr Natriumausscheidung habe, das ist eigentlich eine self-fulfilling prophecy. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, es ist im klinischen Alltag doch so schwierig, überhaupt vernünftige Urinbefunde zu bekommen. Und das mag auf der Intensivstation vielleicht noch funktionieren, aber wir sind doch alle, glaube ich, glücklich. Ich weiß nicht, ob es bei euch viel besser ist, Markus, aber auch in der nephrologischen Abteilung, wenn wir den Albumin-Kreatinin-Ratio bekommen, wenn wir 24 Stunden Sammelurin machen, dann ist das auch auf nephrologischen Station fast unmöglich. Und jetzt eine getimte auf die Gabe des Diuretikums hin Natriumbestimmung zu machen, die ja voraussetzt, dass wenn da ein Blasenkatheter ist, der dann auch vorher geleert wird, damit ich dann eben auch wirklich die Konzentration habe zu dem Zeitpunkt. Das ist in der zumindest mir sich erschließenden, zumindest deutschen Klinikrealität nochmal mit Einschränkung, zumindest außerhalb von der Intensivstation, nahezu unmöglich. Ja, das stimmt, das ist bei uns genauso. Aber ich finde die Studie gut, weil, ich meine, du weißt, wir hatten ja den Mullens bei uns und der hat ja dieses ESC-Dokument geschrieben. Und das sind sehr viele Pfeile und Worsening Renal Function und das soll man machen und eigentlich evidenzlos relativ. Obwohl er betont, dass es am häufigsten runtergeladen worden ist. Und bei der Frage, die wir ihm gestellt haben, geht es jetzt um Wasserausscheidung oder geht es um Salz oder geht es um beides? Weil das sind ja eigentlich completely different parts. Ist er ja auch in Strudeln gekommen und hat gesagt, er weiß eigentlich auch nicht so wirklich. Und hat dann ja auch wieder gesagt, naja, vielleicht müssen wir wieder die Tolvaptane von der Mountain Study auch in dem neuen Kontext neu studieren. Und darum habe ich das dann auch verlassen, das überhaupt durchsetzen zu wollen bei mir in der Abteilung. Wohl wissend, das ist ein enormer Aufwand, aber lohnt sich das überhaupt? Und darum ist diese Studie, glaube ich, wichtig und zeigt uns, naja, dass mit diesen Targeted Therapy, die in vielen Domänen der Medizin gar nicht wirklich gut funktioniert, in komplett anderen Domänen, dass wir das, glaube ich, verlassen müssen. Ich glaube, wir brauchen Endpunkte. Ne? Wenn wir jetzt mal härtere Endpunkte hätten, dann wir machen irgendwie Therapien für Tausende von Euro Aufwand, weil wir Endpunkte haben. Und wenn wir jetzt auf einmal mal wüssten, wir senken damit Rehospitalisierung, dann würde das auf einmal eben dann doch funktionieren. Also ja. Wir brauchen ja jetzt keine ECMO-Teams mehr, dann können wir die alle zum Urinatriummessen anstellen. Also das Personal ist ja, bringt aber auch nichts. Also ist, glaube ich, besser, du drückst beim Daumen in den Unterschenkel und schaust, ob er überwässert ist, der Patient, und stellst ihn auf eine Waage. Ich glaube, wir brauchen das nicht, das Konzept noch. Ja? Und wenn man mir das nicht beantworten kann, warum hat das nicht hingehaut mit der freien Wasserausscheidung, haut es vielleicht hin in Kombination mit Acetazolamid und SGLT2-Hemmern, dann ist das vielleicht relevanter. Eine Sache, man wundert sich ja, wie schwierig das ist mit der Waage. Ne? Also so, jeder, der sich an seine Assistenzzeit erinnert, dass das mal stimmt, da in der Kurve mit der Gewichtsmessung, das ist ja auch... Also nephrologische Abteilungen können das. Ganz gut. Aber wichtig, und das ist, da bin ich sehr dankbar, dass nephrologische Abteilungen auch Urinprobleme haben. Denn das ist in der Tat, ja, das ist in der Tat, oftmals scheitert es an ganz ja. einfachen Dingen. Nein, es aber war schon schwierig, das ganze Hyponatremie standardisiert, alle 4 Stunden und so weiter, aber dann dreht er die Pflege bei uns durch, wenn er noch den Hahn pünktlich und gereinigt und sorgsam und muss pünktlich weggeschickt werden. Also das ist organisatorisch ein Wahnsinn, glaube ich, ja. So simpel es klingen mag. Und Herr Mullens war passenderweise auch derjenige, der es dann kommentiert hatte. Der war natürlich begeistert davon. Und ich. Er hat gesagt, in der Diskussion, Natriurese ist wichtig. Also er hat gesagt, Natriurese ist das Wichtige. Ja, aber auf die Frage mit der reinen Wasser, nochmal getrennt. Physiologisch ist Salz und Wasser getrennt voneinander. Und da ist er ja auch irgendwie... nicht rausgekommen. Ja. Machen wir mit ein bisschen einfacher Themen zum Schluss weiter. Ein Begriff, den ich einführen möchte, ist der Precision PCI, also einer sehr, sehr präzisen Stent-Implantation, wo es darum geht, mittels visualisierender Verfahren
wie der optischen Kohärenztomographie oder des intravaskulären Ultraschalls, also sehr viel bessere Stent-Implantationen zu erreichen, weniger Dinge zu übersehen, weniger Dissektionen beispielsweise. Precision PCI versus Standardverfahren, sich rein von der Angiografie leiten zu lassen. Da gab es verschiedenste, muss man sagen, Analysen in den letzten Jahren. Und es gibt jetzt drei Studien, die auf dem ESC vorgestellt wurden, die ich nicht alle vorstellen möchte. Vielleicht ganz, ganz kurz noch, wie ist die Evidenzlage? Wir sollen IVUS oder OCT erwägen, mit einer mäßigen Evidenz hinterlegt. Es gibt drei Studien, vielleicht wichtig, vielleicht am wichtigsten hier der Fokus auf die Überschrift über dem Titelbild, die im Falle von Illumin 4 die OCT-gesteuerte PCI versus konservativ-Angiografie-gesteuerte PCI untersuchte. Dann den Oktober-Trial. Hier ging es um die Behandlung von Bifurkationen, also von richtigen oder true Bifurcations mit wirklich nach Medina-Klassifikation wirklichen Bifurkationen. Hier wurde geschaut, was ist besser, OCT versus reine Angiografie. Und dann noch der Octivus-Trial. Hier wurde OCT mit dem IVUS verglichen. Gibt hier verschiedenste Endpunkte, da will ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, das führt hier zu weit. Ich habe es mal hier mit Farben markiert, alle Studien einen positiven primären Endpunkt gezeigt. Das sind in der Regel klinische Endpunkte, MACE oder die sogenannten Target Vessel Failures. In der Regel waren die sekundären Endpunkte nicht positiv. Und was macht man, wenn man ein großes Sammelsurium von verschiedenen Studien hat? Man macht eine Meta-Analyse und sinnvollerweise kam Greg Stone direkt im Anschluss an die Präsentierenden dieser Studie und hat eine Real-Time Updated Network Meta-Analysis präsentiert. Ich nehme an oder habe mir das so erklärt, Real-Time ist also quasi nach dem Vortrag des Studienvortragenden sofort die Meta-Analyse zu präsentieren. Es kann aber auch sein, dass das ein feststehender Begriff ist. Ich weiß es nicht. Ganz kurz, das war das Flowchart. Und die Ergebnisse sind so, man kann zusammenfassen, dass OCT oder IVUS, also jegliches bildgebendes Verfahren bei der PCI, der reinen Angiografie gesteuerten PCI, in allen untersuchten Endpunkten überlegen ist. Das heißt, die Take-Home-Message, denke ich, das hat Deepak Bhatt als Moderator dieser Session sehr, sehr intensiv erfragt, ist, dass wir möglicherweise auch aufgrund von versorgungstypischen Kriterien nicht jeden Patienten mit einer Bildgebung untersuchen können, dass wir aber sehr, sehr viel häufiger dran denken sollen, ein bildgebendes Verfahren einzusetzen. Ich denke, das ist die Take-Home-Message dieser sehr vielfältigen Studienlage. Das war super. Das hast du total genial zusammengefasst. Weil ich habe mich gefragt, wie du das jetzt machst, weil das hat lange, das waren ja mehrere Sessions und Kommentare. Und jetzt müssen wir es natürlich ganz kurz doch diskutieren, auch wenn die Nephrologen und Kollegen sagen, das ist gar nicht so praxisrelevant. Das ist natürlich in jedem Katheterlabor in Deutschland und der Welt total praxisrelevant. Und ich finde es interessant, deine Einschätzung nochmal zu hören. Die Daten sind so jetzt, wie sie sind. Ich habe gestern jetzt auch anekdotisch irgendwie so eine komplexe Bifurkation gemacht, wo ich auch noch einen kurzen Fehler mit dem Draht gemacht habe und dann das hinterher wieder herzubiegen, da habe ich also 3,5 Stunden gebraucht. So, nach 3,5 Stunden habe ich gesagt, das müsste eigentlich noch OCT machen und vorher und dazwischen. Und das hätte weder der Patient noch ich überlebt, ehrlicherweise. Und so einfach ist das ja alles nicht, wie es da immer so steht. Ne? Also wenn man das alles plant und sagt, von Freitagmorgen und von 8 bis 12 mache ich mal einen komplexen Eingriff und alle anderen Labore und alle Patienten stehen still, dann kann man das so machen. Aber jetzt sagen die Erfahrenen, sagen, ich mache das dauernd und das dauert bei mir nur 5 Minuten. Hast du eine persönliche Einschätzung dazu? Bevor du antwortest, Florian, wir halten das durchaus für praxisrelevant. Wir haben nur keine Ahnung davon. Deshalb halten sich Markus und ich da jetzt mal raus. Ihr diskutiert das und dann schließen wir mit dem Feinarzt am Schluss. Also, es ist wie du sagst. Also, sagen wir mal so, die in den Studien, das waren
in vielerlei Hinsicht natürlich High-Volume-Centers. Die haben nicht nur zwei Katheterlabore, sondern mehr. Und da gibt es natürlich auch immer ein Labor, wo man sich dann mal dedicated damit beschäftigen kann. Die Prozeduren werden länger. Insbesondere bei OCT ist die Kontrastmittelgabe deutlich höher. Das muss man wissen. Und in der einen oder anderen Studie sind die periprozeduralen Komplikationen, die man dann beherrschen kann, natürlich auch höher. Ich sehe das als wahrscheinlich so eine Errungenschaft, die aus verschiedensten Gründen jetzt natürlich längst nicht überall steht. Das hat natürlich auch was mit Kosten zu tun. Aber die im praktischen und im Praxisalltag oftmals eben genau zu diesen Verwerfungen führt. Und manchmal ist es dann wahrscheinlich doch besser, dem Patienten keine Leierlänge und sich selber auch nicht auszusetzen. Also auch wieder hier denke ich, dass das wie mit einem Salzstreuer vorzugehen und dass das als ein Heilmittel anzusehen ist, denke ich, auch hier wieder nicht der richtige Schluss. Deepak Bhatt hat in die Runde gefragt, auch ja immer um Handzeichen gebeten. Es war so 50-50 OCT-IVUS und es war so, dass etwa die nicht standardisierten Bildgeber sind etwas gefühlt waren etwas zwei Drittel. Also es ist auch dort nicht, auf dem Kongress nicht so, dass das overwhelming die breite Mehrheit ist, die das tagtäglich macht. Ja. Meiner Meinung nach, es gibt eine Indikation, die wichtig ist, das ist die Hauptschamintervention. Da sollte wirklich nach Möglichkeit alles gut geschaut werden und geguckt werden im Hinblick auf Kalzifikation und auf Diameter, um das Ganze zu planen. Aber ob ich jetzt jede Diagonalastbifurkation damit machen muss, das sehe ich auch nicht. Ich gehe vielleicht weiter zur letzten Studie und auch zur letzten interventionellen Studie. Multistars, eine Untersuchung, die wieder ein tägliches bzw. auch nächtliches Problem des Katheterlabors in den Vordergrund rückt, nämlich die Frage, wenn jetzt ein Patient mit einem akuten Koronarsyndrom kommt, fokussiere ich mich auf die Zielläsion, also die symptomgebende oder infarktauslösende Läsion alleine, oder schaue ich auch noch nach rechts und links und kümmere mich noch im Nachgang um weitere relevante Stenosen. Dazu haben wir auch verschiedenste Analysen schon gesehen. Es ist so ein bisschen, ich habe mich gefragt, warum guckt man das jetzt noch? Die Evidenz ist bislang so, dass es eine 1a-Indikation gibt für die Behandlung also aller Gefäße innerhalb eines Zeitraums. Man hat also Zeit, entweder man kann es direkt machen, man hat bis zu 45 Tage Zeit. Das heißt, es ist ein relativ großes Zeitfenster. Das ist die allgemeingültige Empfehlung der ESC zum aktuellen Zeitpunkt. Was hat man hier gemacht? STEMI-Patienten, muss man noch dazu sagen. Also ich hatte das als akutes Koronarsyndrom eingeführt, aber es waren STEMI-Patienten. Also die Frage, STEMI-Patienten mit mehr als einer Läsion, entweder nur die Culprit-Läsion ad hoc zu intervenieren und die anderen Läsionen gestaged, also im Intervall 19 bis 45 Tage hier angegeben, oder Immediate-Behandlung der Index-Läsion und auch der anderen relevanten Stenosen. Kombinierter Endpunkt. Die Studie sowohl für die Nichtunterlegenheit als auch für die Frage der Überlegenheit gepowert und ausgelegt, und beide Fragestellungen wurden mit sehr, sehr hohem Signifikanzniveau beantwortet. Das heißt, die
unmittelbare Behandlung der Culprit-Läsion und der anderen Läsionen ist einem gestagten Verfahren überlegen. Die Studie wurde auch hier wieder sehr konträr diskutiert. Robert Byrne war der Discussant, der ist ja Lead Author der Leitlinie für ACS und er hat das sehr, sehr neutral und auch sehr, sehr nüchtern diskutiert. Was man hier sehen muss, der primäre Endpunkt ist positiv und der wird im Wesentlichen durch nicht tödliche Myokardinfarkte und durch ungeplante Revaskularisierungen getriggert. Und jetzt kann man sich überlegen, dass wenn jemand aus dem Krankenhaus kommt und ein STEMI hatte und dann noch die RCA zu machen ist und der sich einmal an die Brust fasst und sagt zu seinem Hausarzt, oh, ich glaube, ich habe wieder was, dann schickt er den natürlich sofort in die Klinik und man macht natürlich sofort, denkt man, ah, das wird schon seine RCA sein und dann ist es eine ungeplante Revaskularisierung. Das ist ein Slide von Herrn Byrne, der nochmal sagt, Tod, kein Unterschied. Ja, es waren mehr Myokardinfarkte in der gestagten PCI, aber auch hier beispielsweise, es waren prozedural 12 in der Staged PCI und 0 in der Immediate PCI. Und da ist wieder die Frage, während der PCI bei einem Myokardinfarkt, wie kann man da eigentlich nachweisen, dass es jetzt ein prozeduraler Infarkt ist? Mag es geben, aber das ist natürlich auch wieder schwierig zu beweisen. Ne? Kein Unterschied hinsichtlich Stroke und Heart Failure, Hospitalisierung. Unterm Strich, das Fazit von Herrn Byrne war, diese Studie wird die Leitlinie, wie sie ist, also das heißt, im Index Aufenthalt oder bis zu 45 Tage danach zu behandeln, seiner Meinung nach nicht ändern. Und er ist halt der Hauptautor und ohne ihn geht da wahrscheinlich nichts und er kann das wahrscheinlich entscheiden, ob die Studie da irgendwas ändert oder nicht. Auf den ersten Blick habe ich gesagt, oh, guck mal da, aber auf den zweiten Blick ist man so ein bisschen, wenn man sich es genauer anguckt, vielleicht ernüchtert. Wie ist das nochmal im kardiogenen Schock, Florian? Im kardiogenen Schock ist es ganz klar, nur die Culprit-Läsion zu machen. Also da gibt es keine Diskussion, beziehungsweise es ist auch in randomisierten Studien ja genau gezeigt, wenn ich mich richtig erinnere. Culprit-Schock, nur die Culprit-Läsion. Das heißt, wir diskutieren eigentlich nur dann beim, in Anführungsstrichen, stabilen, hämodynamisch stabilen, akuten Myokardinfarkt. Genau, so ist darum es. Darum reden wir jetzt. Okay. Die Frage ist ja immer, auch das wieder nachts um zwei, ist man froh, wenn man sich auf die Culprit-Läsion fokussieren kann? Gerade je älter, je kränker der Patient ist. Und da waren wir uns eigentlich immer einig, dass das so ist. Ich finde das eine super Studie und das ist eine ganz tolle letzte Studie, die wir jetzt hier in unserer Diskussion haben, weil das so zeigt, wie Science irgendwie ist im Moment und wie sie halt immer ist. Ne? Es ist hochrangig publiziert in New England Journal, weil es sauber gemacht ist. Es ist eine riesengroße, verblindete, soweit es geht, verblindete Studie steht in New England Journal. Ist eigentlich total praxisrelevant und mein erster Reflex war bei dir auch, Mist, jetzt muss man es alles machen im Dienst. Ne? Und wenn man das dann so dissoziiert kriegt, wie Herr Byrne das gemacht hat, die Frage ist, wie viel ist davon erlaubt statistisch? Aber nun mal, der primäre Endpunkt ist, wie er ist. Und diese weichen Aspekte, gerade der Prozeduralinfarkt oder eben die Revaskularisation, das kennen wir auch aus anderen, ne? KHK-Studien und Infarktstudien, die sind dann nun mal weich. Dann sieht man das wieder mit anderen Augen. Das zeigt, wie sehr wir Sachen auch interpretieren können, obwohl sie auf den ersten Blick mitgenommen werden. Ne? Deswegen sind wir ja hier heute. Und wie wichtig der Diskutant ist auf den Kongressen. Und da erlebt man ja alles, ne? Zwischen banalen Beklatschen von dem, was präsentiert wird, und sehr, sehr kritischen. Und das ist, denke ich, hier ein extrem gutes Beispiel dafür, wie gut dann eben der Diskutant die Ergebnisse auch nochmal einordnen kann. So, wir sind am Ende einer kurzen Zusammenfassung des Kongresses. Wem das Ganze hier zu oberflächlich und zu kurz gewesen ist, wir hatten es schon angedeutet, in den nächsten Wochen noch einige Gespräche mit den Erstautoren von den aus unserer Sicht allerwichtigsten Studien nachfolgen lassen. Wir sind extrem glücklich. Wir haben 3 oder 4 Kollegen angefragt, alle haben uns zugesagt gehabt. Das heißt, wir werden die Diskussion heute Abend nicht
beenden. Wir pausieren sie nur. Florian hat schon gesagt, 1:30 ist dann auch mal der Moment, wo man ins Bett gehen sollte. Ganz so spät ist noch nicht geworden. Aber eins unserer längeren Videos, Fine Arts vielleicht zum Schluss. Letzte Wort hat diesmal Markus Seemann. Wir haben, nachdem wir jetzt über 2 Jahre unseren Podcast, ich weiß nie, wie man Podcast auf YouTube nennt, ihr mögt mich korrigieren, machen, uns überlegt, wir sollten zumindest mal die ersten Sekunden und die letzten Sekunden musikalisch begleiten lassen. Markus Seemann, der, glaube ich, von uns derjenige ist, der da mit Abstand am meisten Ahnung hat von Fine Arts, hat dann uns zugestanden, dass wir die letzten Takte aus der 26. und aus der 32. Klaviersonate von Beethoven nehmen. Beides hat einen Grund. Es ist mit Beethoven jemand, der das verbindet, was uns hier auf Markus Atom auch verbindet, so ein bisschen Rheinland, natürlich viel Wien, viel Österreich. Und es ist vor allen Dingen ein Pianist, den wir da für diese paar Takte haben, der auch ein besonderer Mensch gewesen ist, Markus. Ja, es handelt sich um Arthur Schnabel. Arthur Schnabel ist in Altösterreich, Galizien, 1882 geboren. In sehr ärmlichen Verhältnissen kommt es kleines Kind in die damalige Musikhauptstadt Wien, lernt dort unter anderem einen gewissen Herrn Brahms als schon fortgeschrittenen Alters wunderbaren Komponisten und Pianisten kennen und zieht aber dann 1900 nach Berlin und erhält dort weitere Musikausbildung und ist wahrscheinlich dort in dem ganzen Furor, vor allem der 20er Jahre in Berlin, der überragende Konzertpianist gewesen, hat sich immer konzentriert auf das klassische Repertoire. Ein gewisser Schönberg hat ihm das sehr übel genommen. Er hat wörtlich gesagt, sein Standpunkt scheint mir nicht nur albern, sondern fast verbrecherisch. Es ist die erste Pflicht eines wirklichen Künstlers, zeitgenössische Musik zu spielen. Schmecks für Schnabel, er hat klassische Einspielungen von Beethoven, Schubert, Brahms, Schumann und Mozart gemacht. Legendär sind seine Gesamtaufführung in den 20er Jahren in Berlin von Beethoven, was wahrscheinlich einen gewissen Claudio Arau, der zu der Zeit auch in Berlin gelebt hat, offenbar inspiriert hat, das erste Mal das gesamte Bachwerk in Berlin auswendig auf Klavier zu spielen. Und legendär sind ihm auch seine Schubert-Aufnahmen. Kein Komponist, sagt er, ist näher an Gott als eben Schubert. Wir hören hier Beethoven mit Les Adieux, eine im Vergleich zur Mondscheinsonate und Appassionate eine tatsächlich programmatische Musik, weil es ist eigentlich dem Abschied gewidmet seines Gönners und Freundes, dem Erzherzog Rudolf, der den anrückenden bedrohlichen Armeen Napoleons auf Wien verlassen hat und dann aber auch freundschaftlich wieder nach Wien zurückkehrt. Ja, und Opus 32, mystisch und ohne Worte, nur 2 Sätze. Offenbar hat er dann es nicht geschafft, seine Musik weiter mit Klavier auszudrücken. Und es ist so viel dazu geschrieben worden. Jeder kennt Dr. Faustus und Thomas Mann etc. etc. Und Alfred Brendel, der Arthur Schnabel auch sehr bewundert, hat auch gesprochen von dem Präludium des Verstummens des letzten Satzes der letzten Sonate Opus 111 von Beethoven. Und die Aufnahmen kann man immer noch erwerben von Arthur Schnabel. Es rauscht zwar ein bisschen, aber es bleibt nach wie vor die wunderbare, hingebungsvolle Interpretationskunst von Arthur Schnabel bestehen. Das passt ja so ein ganz klein bisschen zur Akustik, die wir manchmal hier haben, trotz aller unserer Bemühungen, aber wir sind eben völlig ehrenamtlich tätig. Deshalb mag man das entschuldigen, wenn der Ton manchmal nicht ganz optimal ist. Jetzt habe ich doch einen allerletzten Satz obendrauf. Ganz passend dazu, 20er Jahre. Unser Gast von unserer Karfreitagsfolge dieses Jahr, Frank McDonough, hat genau am heutigen Tag sein Buch The Weimar Years publiziert. Wir hoffen, dass wir ihn wieder dieses Jahr zu unserem Weihnachts wahrscheinlich extra Folgen begrüßen dürfen. Das wäre jetzt noch neben dem Hörtipp der Lesetipp. Und damit, glaube ich, ist jetzt alles gesagt. Ganz schönen Abend, fast schon gute Nacht aus Wien, Kaiserslautern, Saarbrücken und Frankfurt. Tschüss.